Fraktionen sind, glaube ich, im Raum, die Senatorin auch. Dann heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zur 10. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Wir müssen mal durchzählen, weil es ja nach wie vor einen Beschluss des Ältestenrats gibt, von dem wir auch nicht mehr abweichen dürfen. Wir waren ja hier ein, zweimal sehr pragmatisch, dass es eine maximale Personenanzahl im Raum gibt. Dafür sind die Wände weg. So richtig verstehe ich das nicht, aber das muss ich auch nicht. Ich bin ja einfacher Abgeordneter. Also insofern wird das seinen Sinn haben. Kapuzenverbot gibt es hier aber auch. So, also, es gibt einige Änderungen der Schutzmaßnahmen. Livestreamer folgt im Multivisionsraum. Allen, die an diesem Raum in der Sitzung teilnehmen, natürlich auch ein herzliches Willkommen. Und auf der Webseite wird das auch übertragen. Ich gehe davon aus, dass da auch Einverständnis besteht, dass wir das weiterhin so machen. Wie gesagt, maximal 40 Personen. Da müssen wir jetzt mal gucken, wenn alle Abgeordneten da sind, dass wir diese Zahl auch einhalten. Presse selbstverständlich geht vor und dann schauen wir mal. Abstandsgebot ist auch klar, nachdem die Wände weg sind, hat sich das weitgehend verändert. Das aktuelle Raumlüftungskonzept besteht fort. Insofern müssen wir nach 2 Stunden dann auch eine 15-minütige Pause machen. Zur Tagesordnung. Ihnen liegt die Einladung vom 1. Juni sowie die Mitteilung zur Einladung vom 10. Juni vor. Das hatten wir ja zwischen den Sprecherinnen und Sprechern so abgefragt. Dann mit der Einladung soll die Tagesordnung um die jüngste dritte Verordnung zur Änderung der Basisschutzmaßnahmeverordnung Drucksache 19-0883 ergänzt werden. Dieser Punkt soll als Tagesordnungspunkt 7u der Tagesordnung aufgenommen werden. Ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Bitte schön, Herr Kollege Bauschke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte nur noch eine Anregung zu Top 6. Das ist ja der Antrag der FDP, dass wir, da ging es ja überwiegend eigentlich nur um den Punkt 3, dass wir den zu Top 4 mitziehen und ansonsten den Antrag einfach nur in der Beratung lassen, aber den eigenen Tagesordnungspunkt zur Beratung des Antrags dann sozusagen rausnehmen. Wissen Sie, was ich meine? Oder koppeln? Du verstehst mich. Genau, Herr Kollege. Also ich habe es verstanden. Können wir gerne so machen, meiner Meinung nach. Wir hatten es ja auch besprochen, dass wir das kurz halten wollen. Ich weiß nicht, wie die Koalition es sieht, ob wir es unter dem Tagesordnungspunkt behandeln können. Da sehe ich Nicken, wunderbar. Dann ändern wir die Tagesordnung dahingehend, dass der Punkt 6 unter dem Punkt 4b sozusagen dann behandelt wird. Nein, noch nicht. Das müsste irgendjemand beantragen. Bitte schön. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ja, wir möchten vorschlagen, dass wir den Antrag zur Bundesratsinitiative vertagen, weil der Wissenschaftsausschuss, der ist, glaube ich, mitberatend und der hat noch nicht beraten. Vielen Dank. Dann würden wir auch den Tagesordnungspunkt 5 vertagen, wenn es da keine weiteren Anmerkungen gibt. Dann ist das so. Okay, dann haben wir jetzt eine Tagesordnung und kommen zum Tagesordnungspunkt 1, aktuelle Viertelstunde. Im Vorfeld der Sitzung wurden folgende schriftliche Fragen eingereicht. Die erste Frage hat die AfD-Fraktion eingereicht. Bitte schön, wer macht das? Frau Auch. Bitte schön. Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich frage den Senat, welche Maßnahmen hat der Senat ergriffen, um ukrainische Flüchtlinge, insbesondere Minderjährige und Frauen, gegen ein besonderes Risiko sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs zu schützen? Und ich beziehe mich da auf einige Meldungen aus der jüngsten Vergangenheit. Vielen Dank, Frau Senatorin. Ja, guten Morgen, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete. Vielen Dank für die Frage. Ja, solche Situationen sind leider auch immer eine willkommene Gelegenheit für Straftäter oder potenzielle Straftäter, die diese Situation und die Menschen in ihrer oft sehr unsicheren Situation ausnutzen. Wie Ihnen bekannt ist, hat es bereits kurz nach Einsetzen der Fluchtbewegung aus der Ukraine Hinweise auf unseriöse Unterbringungsangebote und das Risiko der sexuellen Ausbeutung bzw. des sexuellen Missbrauchs gegeben. Wir haben darauf sehr, sehr schnell reagiert. Die Bundespolizei hat per Twitter gewarnt und an den Ankunftspunkten
Punkten wurden Warnhinweise aufgehängt. Auf der landeseigenen Internetseite berlin.de Ukraine wurde ein prominenter Warnhinweis eingestellt. Außerdem finden sich hier Informationen zu den Antigewaltprojekten sowie zu anderen frauenspezifischen Angeboten. Die von meinem Haus geförderten Fachberatungsstellen haben sehr schnell einen Informationsflyer erstellt, auch auf Ukrainisch, Russisch und Englisch, und der wurde auch breit verteilt. Die für Jugend zuständige Senatsverwaltung hat rund um die Uhr Kinderschutzteams in der Welcome Hall installiert und ein auf die Situation vor Ort abgestimmtes Kinderschutzkonzept entwickelt. Diese Maßnahmen und natürlich auch die breite mediale Berichterstattung haben offensichtlich alle Beteiligten doch sehr stark sensibilisiert und auch wirklich einen spürbaren präventiven Effekt entfalten können. In der Bund-Länder-AG Menschenhandel beim Bundesfrauenministerium, in der auch mein Haus vertreten ist, wurde Anfang des Monats berichtet, dass bislang kaum Fälle von Menschenhandel zu verzeichnen sind. Allerdings erreichen uns erste Hinweise auf sexuelle Übergriffe im Kontext der privaten Unterbringung. Und hier sind wir natürlich, sobald wir davon erfahren, auch in einem intensiven Austausch, insbesondere auch mit der Integrationsbeauftragten und den Bezirken. Und wir beobachten das sehr genau. Und wir wissen natürlich, dass sich das Lagebild auch schnell ändern kann. Auch die Situation, was den Menschenhandel betrifft, da müssen wir weiter vorsichtig bleiben, also da und auch umsichtig bleiben und schauen, dass sich die Situation nicht verändert, insbesondere dann, wenn es vielleicht so im Bewusstsein ein Stück weit nach hinten rückt. Ich setze mich derzeit sehr dafür ein, dass auch meine Verwaltung von den vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln für die Versorgung ukrainischer Geflüchteter profitiert, damit wir diese ganz spezifischen Angebote auch weiter stärken können und weiterhin auch Informationskampagnen zum Thema Ausbeutung machen können. Vielen Dank. Gibt es eine Nachfrage? Nein. Dann haben wir die Fraktion der SPD. Bitte schön, Herr. Nee, Frau Kollegin, bitte. Guten Morgen. Welche aktuellen Erkenntnisse liegen der Senatsverwaltung zur Verbreitung der verschiedenen Omikron-Subtypen in Berlin vor? Danke. Frau Senatorin. Ja, danke schön. Die Berliner medizinischen Labore übermitteln seit März regelmäßig, zunächst wöchentlich und derzeit zweiwöchentlich, ihre Ergebnisse an den Bund und natürlich an uns. Diese umfassen auch die Ergebnisse der in Berlin sequenzierten PCR-positiven Proben. Bis zur KW8 dominierte der Subtyp BA1, seitdem dominiert der Subtyp BA2. Seit der KW17 wurden in Berlin vereinzelt auch die Subtypen BA5, bisher 10, und seit den KW20 auch BA4 nachgewiesen. In der KW21 machten diese einen Anteil von 5% aus. Das ist noch ein Stück weit unter dem, was man bundesweit im Moment annimmt. Es kann gut sein, dass wir da ein bisschen hinter der dieser Entwicklung sind. Wir gehen aber davon aus, dass dieser Subtyp auch bei uns weiterhin zunimmt. Herzlichen Dank. Gibt es eine Nachfrage, Frau König? Bitte schön. Ja, man sieht es ja auch gerade in Portugal, da greift es ja sehr um sich. Ich wollte auf Grundlage dessen fragen, wie bereiten Sie sich jetzt schon auf den Herbst vor oder die Stadt auf den Herbst vor, mit welchen Strategien? Es gab ja auch gerade so einen Bericht mit 3 Szenarien von der Expertengruppe, die vielleicht eintreten könnten. Gibt es da jetzt schon erste Schritte, die der Senat geht? Frau Senatorin. Eine Nachfrage, ich glaube, es gibt noch auch eine Frage, wenn ich das richtig sehe, dazu zum Herbst. Also, war das noch eine offizielle Frage? Sonst würde ich die nämlich zusammenziehen. Sonst also das glaube ich nicht, so wie ich sie jetzt jedenfalls hier sehe. Insofern, die eine Nachfrage ist ja völlig okay. Nein, ich wollte das nicht in Frage stellen. Ich wollte nur sagen, wenn wir später noch mal über das Thema im Zusammenhang sprechen, dann würde ich da gerne darauf hinweisen. Ich glaube, ich habe Ihnen schon berichtet, dass wir ja in der GMK hier sehr umfangreiche Bitten und Wünsche oder sagen wir auch Forderungen auch an die Bundesebene gerichtet haben. Wir haben in der nächsten Woche GMK in Magdeburg, die mich in Terminnöte bringt, weil da gleichzeitig
gleichzeitig die Haushaltsberatungen sind, das, was insofern sehr schade ist, also nicht, dass die Haushaltsberatungen sind, sondern dass es parallel liegt, weil das ja eine wichtige Sitzung ist, von der ich mir zumindest erhoffe, dass wir auch konkret mehr Klarheit wie es mit dem Infektionsschutzgesetz weitergeht, wie es mit der Teststrategie weitergeht, wie es mit der Surveillance auf Bundesebene weitergeht. Das sind die großen Themen, für die wir einfach den Bund auch brauchen in der Regelungsverantwortung. Darüber hinaus sind wir in einem engen Austausch auch mit den Bezirken. Und die Gesundheitsämter haben jetzt Mitte Juni, also 10.06., kam ein paar Tage her, auch noch mal einen Brief geschrieben an uns mit Vorschlägen zur Anpassung des Corona-Managements. Und die Stellungnahme enthält wichtige Empfehlungen, die wir natürlich auch mit in die Senatsvorlage einarbeiten werden, die ich Ende Juni einbringen werde. Wir haben jetzt angemeldet zum 28.06. eine umfangreiche Senatsvorlage, wo wir noch mal das weitere Vorgehen genauer beschreiben wollen. So spät deshalb, weil wir eben hier auch immer noch auf den Bund ein Stück weit warten. Ich möchte aber sagen, dass gerade das, was uns die Gesundheitsämter geschickt haben, dass wir das natürlich sehr eng berücksichtigen werden und dass das auch fachlich komplett mit uns auf einer Linie liegt. Wir sind ja seit längerer Zeit sehr eng in der Abstimmung und wissen, dass die Gesundheitsämter die Einschätzung für den Herbst ähnlich sehen wie wir. Also insbesondere, was zum Beispiel auch neue Methoden der Surveillance angeht, die wir etablieren wollen. Da hoffe ich sehr, dass uns das ermöglicht wird, weil uns das natürlich auch, wenn das gut gemacht ist, erstens einen sehr viel besseren Datenüberblick bringen wird für den Herbst über das Infektionsgeschehen und zusätzlich auch Ressourcen frei hält bei den Gesundheitsämtern für viele andere wichtige Aufgaben, die sie entweder im Zusammenhang mit Corona oder auch mit anderen Herausforderungen auch haben. Wir gehen davon aus, dass es keine Schulschließungen mehr geben wird und keine anlasslosen Tests, wie wir sie bisher hatten, sondern nur noch bezogen auf den Schutz von vulnerablen Gruppen im Zusammenhang zum Beispiel mit diesen neuen Surveillance-Regeln. Wir gehen da auch davon aus, dass es so wie bisher keine Anordnung von Quarantäne durch die Gesundheitsämter mehr geben wird. Und wir gehen auch davon aus, dass wir für die Pflegeeinrichtungen, da wo die vulnerablen Gruppen auch tatsächlich in Kontakt kommen mit MitarbeiterInnen, dass wir hier mit sehr gezielten Hygienemaßnahmen auch als Lehrer aus den vergangenen Jahren sehr viel gezielter vorgehen können. So ist im Moment der Blick auf die Situation. Und wir können halt alle miteinander nicht wissen, ob eine neue Variante kommt, wie stark die Herbstwelle oder Winterwelle wird, ob wir jetzt im Sommer noch mal mehr sehen. Eins kann man im Moment sagen, dass auch diese BA5-Variante nicht so von der Krankheitslast nicht so gefährlich ist, wie am Anfang vermutet. Insofern sind wir noch ein Stück weit gelassen, aber uns wäre halt wichtig, dass wir möglichst bald noch mal einen Instrumentenkasten auch in die Hand bekommen als Land, dass wir reagieren können, wenn es wieder losgehen sollte. Vielen Dank, Frau Senatorin. Ich weiß nicht, ob sich der Weg dann lohnt nach Magdeburg, wenn Sie da auf das warten, worauf Sie warten, dann lieber in Berlin bleiben. Das war jetzt eher eine scherzhafte Randbemerkung. So, dann haben wir die Frage der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Zander. Ja, vielen Dank. Ende Mai hat die Arbeitsgemeinschaft Ambulante Pflege ein Schreiben an den Senat verfasst, in dem die Einrichtung eines runden Tisches gemeinsam mit den Senatsverwaltungen für Gesundheit, Wissenschaft, Pflege und Gleichstellung und der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucherschutz und Klimaschutz sowie mit den Leistungserbringerverbänden vorgeschlagen wird, um einen Dialog zu den Anforderungen der Verkehrsplanung zu führen, der die Versorgung der Pflegebedürftigen mit ambulanter Pflege im Blick hat. Wie bewertet der Senat dieses Schreiben und wird er sich dafür einsetzen, dass dieser runde Tisch oder ein ähnliches Format zeitnah auf den Weg gebracht werden kann? Bitte schön, Frau Merkel. Ja, danke auch für diese Frage. Ich finde das wichtig, auch noch mal auf die besonderen Situationen und Herausforderungen des Alltags gerade in der ambulanten Pflege hinzuweisen. Deshalb sind wir durchaus sehr dankbar auch noch mal für diesen neuen Vorstoß auch der ambulanten Pflege. Die Problematik der Parkraumbewirtschaftung ist ja lange bekannt und bereits im Jahr 2019 hat SEN-GPG bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz für
die ambulante Pflege privilegierte Konditionen zur Teilbefreiung von Parkgebühren und Nachweisverfahren erreichen können. Also seitdem sind wir da auch immer wieder in Kontakt mit der befreundeten oder benachbarten Verwaltung. Die ambulante Pflege gehört aktuell zu den am weitesten privilegierten Gruppen in der Praxis der Ausnahmeregelung von der Parkraumbewirtschaftung. Trotzdem bleibt das ein Problem und trotzdem muss man hier auch weiterhin über Verbesserungen reden. Die Abteilung Pflege hat der Arbeitsgemeinschaft Ambulante Pflege bereits Ende April die Unterstützung zu den Aktivitäten zugesagt und die nunmehr formulierte Forderung gegenüber der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucherschutz und Klimaschutz einen eigenen allgemeinen runden Tisch für die ambulante Pflege einzuberufen, die halten wir allerdings nicht unbedingt für zielführend, weil wir im Grunde auf der Ebene, auf der Arbeitsebene schon deutlich weiter sind und eigentlich die Einschätzung haben, dass wir konkrete Verbesserungen auf dieser Ebene besser erreichen können, als wenn man jetzt noch mal einen runden Tisch insgesamt einrichtet, um dort weiterzukommen. Auf die Interessen neben Lieferdiensten, Paket- und Essensboten, Carsharing, anderen Erscheinungen des digitalen Lifestyles, vor allem Feuerwehr, Rettungsdienst und Pflegediensten, die leichte Zugänglichkeit am Einsatz- oder Tätigkeitsort zu gewährleisten, weisen wir immer wieder mit Nachdruck hin. Und das ist auch immer wieder eine neue Herausforderung, die Entwicklung innerhalb des Verkehrsaufkommens, gerade in den Innenstädten oder auch in Bereichen, wo man nur schwer mit dem Pkw hinkommt. Das kennen Sie alle. Deshalb müssen wir hier tatsächlich auch ganz klare Prioritäten setzen für die genannten wichtigen Gruppen. Und da, denke ich, ist ganz klar rangiert für uns natürlich die körperliche Unversehrtheit der zu Pflegenden vor manch anderem Bedürfnis, was hier auch geäußert wird. Und in dem Sinne sind wir auch immer mit der Verwaltung in Gespräch. Vielen Dank. Nachfrage, Herr Zander. Ja, vielen Dank. Es geht ja auch nicht nur um die Parkraumbewirtschaftung alleine, sondern auch, oder ist Ihnen auch bekannt und wie gehen Sie damit um, dass es zunehmend zum Problem wird, dass man nicht mehr genug Leute innerhalb der angemessenen Zeit auch pflegen kann, weil man gar keine Möglichkeit mehr hat, in der Nähe der zu pflegenden Personen auch sein Fahrzeug abzustellen als ambulanter Pflegedienst, weil es in bestimmten Straßenzügen keine Möglichkeit mehr gibt, sein Fahrzeug einfach auch abzustellen. Es geht ja nicht nur ums Bezahlen, sondern um die Möglichkeit, an die Pflegenden heranzukommen. Ja, also ich höre auch immer wieder davon. Ich muss aber ehrlich sagen, die Meldungen kommen in dieser Dichte bei uns nicht so an. Also dass sich die Situation da deutlich verschärft hätte, das können wir so nicht bestätigen. Natürlich gibt es die Situation und deshalb muss man auch da genau gucken. Und deshalb finde ich es eben wichtig, dass man dann ganz konkret in die Probleme reingeht und nicht sagt, jetzt müssen wir allgemein einen runden Tisch machen. Die Situation, dass es auch einen Arbeitskräftemangel, einen Fachkräftemangel, gerade auch im Bereich der ambulanten Pflege gibt, die ist uns natürlich bewusst, so genauso wie Ihnen, aber auch hier ist uns jetzt nicht bekannt, dass es jetzt in letzter Zeit hier nochmal eine Zuspitzung gegeben hätte, die zum Beispiel dazu führt, dass Pflegedienste aufgeben müssten oder in größerem Umfang nicht mehr tätig werden können. Und wenn es konkrete Bereiche gibt, ja, wo man sagt, jetzt können wir diese Viertel oder diese Straßen gar nicht mehr anfahren, dann sind wir auch wirklich für Hinweise dankbar, beziehungsweise ist die Senatsverwaltung für die UMVK dafür dankbar, dann auch das zu hören, damit wir dann konkret dort reingehen können. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Frage der FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Welchen Überblick hat der Senat über die derzeitigen Gesamtzahlen von geflüchteten Seniorinnen und Senioren aus der Ukraine in Berlin, die pflegebedürftig sind oder werden können? Und wie plant er, die langfristige Versorgung dieser zu gewährleisten? Bitte schön. Dankeschön. Uns liegen derzeit keine Gesamtzahlen von geflüchteten Seniorinnen und Senioren aus der Ukraine in Berlin vor, die einen Pflegebedarf haben. Ich muss auch noch mal ganz grundsätzlich sagen, wir lesen oft, es kommen sehr viele Geflüchtete mit Pflegebedarf, aber die Pflegebedarfe sind dann auch sehr unterschiedlich. Also es sind nicht alles in dem Sinne, wie das bei uns zum Beispiel mit Pflegestufen zu fassen wäre, eins zu eins umsetzbar, dass wir sagen können, es kommen so viele Menschen mit dem oder diesem Bedarf. Also so stellt sich die Situation für uns nicht dar. Grundsätzlich werden Geflüchtete aus der Ukraine entweder am Ankunftszentrum Tegel oder auf anderen Wegen registriert, zum Beispiel per Online-Antrag über das Landesamt für Einwanderung. Bei Evakuierungsaktionen, und das ist auch wichtig, wenn wir davon frühzeitig wissen, also zumindest mit einem
na, ich sage mal, tageweise Vorlauf, was schon sehr knapp ist. Wir hatten auch schon Fälle, da haben wir es am selben Tag erfahren. Also wenn wir da einen gewissen Vorlauf auch haben, wenn größere Gruppen kommen, das ist in den letzten Wochen ja durchaus der Fall gewesen, dann konnten wir schon vorab den Pflegebedarf oder den Unterstützungsbedarf am Ankunftszentrum Tegel ermitteln. Und für eine vorübergehende Unterbringung werden über die Abteilung 2, also meiner Verwaltung, Pflegeplätze organisiert und zur Verfügung gestellt. Da Berlin als Drehkreuz auch im Rahmen des Konzeptes der Bundeskontaktstelle und Landeskoordinierungsstelle dient, sollen Geflüchtete mit Pflegebedarf möglichst auch in andere Bundesländer und Kommunen vermittelt und dort untergebracht werden. Wir haben leider noch keine, ja, wie soll ich sagen, Clearingstelle oder etwas Ähnliches in Tegel, was uns vielleicht da ein bisschen die Koordination noch erleichtern könnte. Aber meine Abteilung hat eine Abfrage an alle Pflegeeinrichtungen im Land Berlin initiiert, damit wir auch eine Gesamtübersicht über verfügbare Plätze mit pflegerischer Versorgung und Betreuung von geflüchteten, pflegebedürftigen Menschen aus der Ukraine erhalten. Und wir wissen von einer Vielzahl von Einrichtungen aus der Berliner Pflegelandschaft, die bereit sind, Menschen aufzunehmen oder dies auch schon getan haben. Und daraus haben wir eine Übersicht auch erstellt, die wir auch ständig aktualisieren mit potenziellen Pflegeplätzen und sind dazu eigentlich täglich auch mit SEN-IAS im Kontakt. Okay, herzlichen Dank. Ich hätte zumindest noch eine kleine Nachfrage dazu. Ja. Vielen Dank für die Ausführungen, Frau Senatorin. Aber zumindest eine gewisse Art von Größenordnung müssten Sie doch, wenn Abteilung 2 auch Pflegeplätze organisiert, ja zumindest kalkulativ ansetzen. Nur noch mal die Nachfrage, plant man ins Blaue hinein und sucht einfach nur, was an Plätzen da ist? Oder gibt es auch irgendwie zumindest, dass man das jetzt nicht auf den Einzelnen genau runterbrechen kann, ist mir klar, aber zumindest ein Gefühl für die Menge, die kommt und mit welchen Zahlen agieren Sie denn da? Also sind es 25 Plätze, sind es 120 Plätze, ungefähr eine Größenordnung? Wir können in der Tat nicht sagen, wie viele Menschen kommen. Und wie gesagt, die Bedarfe sind auch ganz unterschiedlich. Ein großer Teil der Menschen möchte überhaupt nicht in Pflegeeinrichtungen. Einige kommen auch im Familienverbund, gar nicht wenige, und wollen gar nicht in eine stationäre Pflege dann gehen. Also wir haben da tatsächlich keine Zahlen dazu. Was wir machen können, ist immer im aktuellen Fall, und deshalb ist die Aktualisierung für uns auch wichtig, zu schauen, wo können wir Menschen unterbringen, die dann kommen. Und das ist bisher auch gelungen. Aber darüber hinaus haben wir keinen Überblick über weitere Zahlen. Müsste man vielleicht noch mal schauen. Es wird aber auch hierzu noch mal eine Vorlage geben, morgen im Senat von der Kollegin Kipping. Eventuell finden sich dort noch mal Zahlen, aber das kann ich Ihnen heute leider noch nicht sagen. Okay, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr gibt es noch spontane Fragen. Bitte schön, jetzt halt. Die Kollegin war zuerst, Frau Sugar, und dann Herr Schulz. Frage, Anregung. Ich weiß, dass dazu SEN-IAS ja eigentlich eher zuständig ist, aber vielleicht, weil wir ja auch wollen, dass sofern jemand Angebote wahrnehmen möchte, diese dann auch bekannt sind und verständlich bekannt sind, dass man es vielleicht geplant, dass die Angebote, die es im Bereich Pflege Bedürftigkeit gibt, und das gibt ja ganz viele, angefangen von Pflegestützpunkten, die teilweise auch vielleicht ukrainisch anbieten können. Also ist vielleicht geplant, Informationsmaterial, einfaches zugänglich für die Zielgruppe vorzubereiten, aufzubereiten, zu verteilen, damit die Zielgruppe, sofern sie möchte und Bedarf hat, auch weiß, wo gehe ich hin, wo kann ich mich informieren, falls mir eben Angehörige nicht zur Verfügung stehen. So eher in die Richtung, meine Frage. Bitte schön, Frau Ludwig. Danke für die Frage, Frau Sucker. Dazu sind wir natürlich mit dem COMCEN, mit unserer Fachstelle für interkulturelle Öffnung in der Pflege, eng im Gespräch. Die haben tatsächlich auch schon Beratungen angeboten für die Zielgruppe der Geflüchteten. Und die interkulturellen Brückenbauerinnen haben sich auch inzwischen hier schon in die Beratung begeben und unterstützen eben auch die Zielgruppen, die aus diesem Land kommen. Also da sind wir im engen Austausch. Und es gibt auch erste Ansätze für Übersetzung zu Informationsmaterialien und der Weiterleitung bei Bedarf eben auch in die Unterstützungs- und Beratungsstrukturen im Land Berlin. Vielen Dank. Gibt es eine Nachfrage der Grünen-Fraktion? Das ist nicht der Fall. Dann jetzt Herr Schulze, bitte schön.
Ja, schönen Dank. Ich hätte noch mal eine Frage zu Äußerungen des CDU-Stadtrats Wagner, der in der letzten Woche in der Presse kritisiert hatte, dass sich die Förderanträge des Landes Berlin zur Digitalisierung der Gesundheitsämter im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst zu sehr auf die Zentralverwaltung, also auf die Hauptverwaltung des Gesundheitsverwaltung konzentrieren und wenig bei den Gesundheitsämtern ankommt. Wie ist denn da der Stand bei den Förderanträgen und welche Zielsetzungen verbindet der Senat mit diesen Anträgen? Vielen Dank, Frau Senatorin. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist schön, hier nochmal Gelegenheit zu haben, auch darauf einzugehen. Wir waren nämlich auch sehr überrascht über diese Meldung, weil sich der Sachverhalt ganz anders darstellt, als das hier suggeriert wurde. Entsprechend des ersten Förderaufrufs des Bundesministeriums für Gesundheit zum Pakt ÖGD kann das Land maximal 16 Millionen Euro für Maßnahmen zur Erhöhung der digitalen Reife abrufen. Und für den Abruf mussten wir jetzt diesen Vorantrag, sogenannten Steckbrief, einreichen. Der verbindliche Förderantrag muss bis zum 1.8. gestellt werden und hat nach Zuschlagserteilung dann eine Laufzeit von 24 Monaten. Die Vorhaltungen, die jetzt in der Presse dazu gemacht haben, entbehren tatsächlich jeglicher Grundlage, weil genau dieser Steckbrief sehr eng mit den Bezirken abgestimmt wurde und die Bezirke auch zugestimmt haben. Und die genannten Beispiele, die ja auch so ein bisschen, ja, wenn es Personen wäre, würde man sagen Name-Dropping, aber eigentlich ja, Fachbegriffe in den Raum stellen, die ja überhaupt nicht eingeordnet werden, wie zum Beispiel Trust over IP, Implementierung einer Datenbank und kennzahlenbasierten Steuerung für den ÖGD, Prozess-Mining-Software für die Prozessanalyse im ÖGD, eigentlich wahllos herausgegriffen wurden aus einer mit den Bezirken gemeinsam zusammengetragenen, viel längeren und umfangreichen Liste, die wir aber auch noch nicht priorisiert haben. Auch das werden wir gemeinsam mit den Bezirken natürlich machen und werden da sehr stark darauf achten, dass hier das im gemeinsamen Interesse aller ist, nämlich dass natürlich die Bezirke da gut ausgestattet sind, gut arbeiten können und wir an der Schnittstelle Bezirke, Landesverwaltung dann auch weiterhin gut oder dann in Zukunft gut aufgestellt werden. Also diese Priorisierung erfolgt erst. Das war jetzt für den Steckbrief noch überhaupt nicht vorzunehmen. Das werden wir dann im Laufe der nächsten Verfahrens vornehmen. Und insgesamt sind, das kann ich aber jetzt schon sagen, jetzt, wenn man überhaupt das für sinnvoll erachtet, jetzt die Summen so aufteilen zu wollen, wer profitiert am meisten? Auch das ist nicht unbedingt sachgerecht, das so einfach anhand der genannten, noch geschätzten Summen zu tun. Profitieren werden am Ende sicherlich am meisten die Bezirke davon. In den kommenden Wochen erfolgt die Priorisierung und die Konkretisierung der in den Ideenworkshops mit den Bezirken zusammengetragenen Vorhaben und im Ergebnis entsteht die für den Förderantrag dann erforderliche Zeitmaßnahmen und Finanzplanung und da werden wir dann auch gerne noch mal hier im Ausschuss auch berichten, wie es vorangeht. Gibt es eine Nachfrage? Nein. Dann haben wir jetzt aber wirklich die aktuelle Viertelstunde abgeschlossen und kommen zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht aus der Senatsverwaltung. Die Senatorin, bitte schön. Ja, auch hier vielleicht nur noch mal ein paar kurze Schlaglichter. Ich möchte noch mal berichten, dass ich mich jetzt zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode und auch wieder, um das wieder in Gang zu bringen, mit dem Beirat 80+ getroffen habe. Das ist ja ein für uns ein sehr, sehr wertvolles Gremium. Sie wissen alle, dass diese Gruppe erstens größer wird, dass sie aber auch insbesondere und ganz spezifisch von verschiedenen Gesundheitsbelastungen auch betroffen ist. Stichwort zum Beispiel Einsamkeit, besondere Bedarfe auch, wenn man in der häuslichen Umgebung weiter möglichst lange selbstständig bleiben will, aber auch das große Thema Folgen der Klimakrise, Hitzepläne und so weiter. Da sind insbesondere gerade die Hochaltrigen ja ganz besonders betroffen. Deshalb sind wir froh, dass wir hier auf Landesebene wirklich dieses großartige Expertinnengremium haben aus KV, Ärztekammer, AOK Nordost, Landesverband Geriatrie, Landesseniorenbeirat Gesundheit Berlin, Brandenburg und so weiter. Wir haben jetzt auch eine
in dieser ersten Sitzung eine Bilanz vorlegen können, die resultierte aus Befragungen aller mit beteiligten AkteurInnen und haben daraufhin ein neues Verfahren oder eine Konzentrierung auch der Arbeitsweise hergeleistet. Wir werden uns jetzt sehr stark zeitlich erstmal auf ein Handlungsfeld oder jeweils ausgewählte Handlungsfelder dann im Nachgang konzentrieren und nicht mehr alles in der Breite machen. Das entspricht auch dem Wunsch der Beteiligten. Insgesamt möchte ich Ihnen einfach heute nur die Botschaft mitgeben, dieser Beirat funktioniert sehr gut. Die Akteurinnen sind alle noch hoch motiviert dabei und ich verspreche mir davon tatsächlich für die geschilderten Problemlagen eine sehr, sehr gute Grundlage zur Bearbeitung. Dann würde ich gerne noch mal nur kurz Sie auf den neuesten Stand bringen, was die Zahl der Affenpockeninfektionen in Berlin angeht. Sie wissen, wir haben jetzt in deutschlandweit ja einige hundert Fälle, in Berlin aber doch bei weitem die meisten. Wir haben zurzeit oder mit Stand Freitag 109 laborbestätigte Fälle in Berlin, bisher nur Männer betroffen, aktuell nur noch ein geringerer Anteil mit Reiseanamnese. Ich habe das ja schon mal berichtet, das war ja zu erwarten, dass diejenigen, die vorher eine Reiseanamnese hat, dass sich in dem Umfeld dann aber weiterhin Menschen auch infizieren können, sodass jetzt auch Infektionen in Berlin eben stattfinden, aber immer noch in einem sehr gut einzugrenzenden Bereich, sodass es uns bisher noch gut handelbar erscheint, auch mit Zusammenarbeit der Community, der betreffenden Beratungsstellen, insbesondere auch AIDS-Hilfe, hier tatsächlich einen guten Zugang auch zu den Betroffenen oder eventuell betroffenen Gruppen zu bekommen und hier auch präventiv gut informieren zu können, beziehungsweise dann auch die Infektionsketten gut unterbrechen zu können. Also kein Grund zur Beunruhigung, aber dennoch doch zahlreiche Fälle, über 100 jetzt. Und wir denken, dass es noch einige mehr werden. Aber ich habe ja schon mal gesagt, es ist also kein Vergleich mit Corona und auch nicht so, dass für die allgemeine breite Bevölkerung hier eine große Gefahr besteht. Herzlichen Dank. Gibt es Nachfragen zu dem Bericht der Senatoren? Das ist nicht der Fall. Dann können wir auch weitergehen in Tagesordnungspunkt 3 der Tagesordnung. Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses Landespflegeausschuss. Umsetzungsstand bei der Beteiligung pflegender Angehöriger auf Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke. Ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Freue mich dazu auch, dass es Anzuhörende gibt. Frau Anke Buchholz-Gorke, Selko-Verein zur Förderung von Selbsthilfe-Kontaktstellen e.V. Sie sind per Video zugeschaltet. Ich hoffe, Sie können uns auch hören. Sie ja, nickt. Wunderbar, danke. Wunderbar. Frau Anne Kecks, Leiterin der AOK Pflegeakademie, ist ebenfalls per Video zugeschaltet. Ich hoffe, auch Sie können... Wunderbar, sie nickt. Ja, wir können Sie auch hören. Und Frau Sonja Chemnitz, Beisitzerin im Vorstand des Landesverbandes Berlin, Wir pflegen Interessenvertretung und Selbsthilfe pflegender Angehöriger e.V. ist vor Ort. Herzlich willkommen auch Ihnen. Herr Jochen Springborn ist pflegender Angehöriger und auch per Videoschaltung zugeschaltet. Sie können uns auch hören. Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Ich hoffe, Sie mich auch. Ja. Wunderbar. Dann herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung... Ach, Entschuldigung. Ja, Frau Rieck sitzt ja auch hier in der Tat. Leiterin des Projekts Pflege in Not des Diakonischen Werks Berlin Stadtmitte e.V. Ihnen auch herzlich willkommen. Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung eines Wortprotokolls gewünscht wird und die Frage, ob es Begründungsbedarf des Besprechungs gibt. Ja, bitte schön, Herr Kollege Duesdorf, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, auch wir freuen uns, dass die pflegenden Angehörigen heute im Mittelpunkt der Sitzung stehen und wir uns gemeinsam Gedanken machen, wie die Expertise dieser Experten, dieser ja, extrem großen Gruppe von Menschen, deren Tätigkeit ja leider immer im Verborgenen bleibt und gar nicht so sehr im Mittelpunkt unserer Gesellschaft steht, wie diese Expertise in den Landespflegeausschuss gelangen kann, damit natürlich auch ihre Sichtweise, ihre Kenntnisse von der alltäglichen Pflegearbeit dann auch in die Beratungen des Pflegeausschusses gelangen können und so natürlich auch ein Teil der Pflegepolitik hier im Land Berlin werden können. Also wir freuen uns auf die
Anhörung, auf Ihre Expertise und vielen Dank, dass Sie da sind. Möchte der Senat eine einleitende Stellungnahme machen oder nein? Sie machen dann, okay, dann wäre mein Vorschlag, dass wir zunächst einmal auch hier beginnen mit denjenigen, die per Videoschaltung zugeschaltet sind, dass wir vielleicht in der Reihenfolge mal beginnen und ich würde Frau Buchholz-Gorke vom SELKO e.V. bitten zu beginnen. Ich würde darauf achten, dass es 5 Minuten sind, damit wir auch noch Gesprächszeit haben für eine Fragerunde, vielleicht auch für 2 Fragerunden. Also bitte, bitte ein bisschen darauf achten, dass es bei jedem so ungefähr 5 Minuten sind. Ganz herzlichen Dank und Frau Buchholz-Gorke, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Als Projektleitung des Kompetenzzentrums Pflegeunterstützung vertrete ich hier SELKO, den Verein zur Förderung von Selbsthilfekontaktstellen e.V. Ich möchte die Gelegenheit heute gerne nutzen und den Fokus auf die in der Pflegeselbsthilfe engagierten pflegenden Angehörigen richten. Pflegende Angehörige tragen eine große Last, eine große Verantwortung und sind zu einer unverzichtbaren Säule in der häuslichen Pflege geworden. Sie verfügen über ein umfangreiches Erfahrungswissen an den Schnittstellen des Pflegealltags zur professionellen Versorgung. Dieses sollte genutzt werden und daher begrüßen wir es sehr, dass die Beteiligung pflegender Angehöriger im Landespflegeausschuss konkret in den Blick genommen wird. Es gibt in Berlin eine große Anzahl pflegender Angehöriger, die sich in den Selbsthilfegruppen für Pflegende engagieren, welche von den Kontaktstellen Pflegeengagement in den Bezirken unterstützt werden. Nur um Ihnen einmal eine Größenordnung zu nennen. In den vergangenen Jahren trafen sich etwa jährlich 1.600 bis 2.000 pflegende Angehörige in über 200 Angehörigengruppen in den Kontaktstellen Pflegeengagement. Die gesundheitsbezogene Selbsthilfe hat in Berlin eine jahrzehntelange Tradition und die Pflegeselbsthilfe kann natürlich nicht losgelöst hiervon betrachtet werden. Es geht um die Schaffung von Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben und eine selbstbestimmte Pflege zu Hause. Pflegende Angehörige müssen entlastet und pflegebedürftige Menschen unterstützt werden, damit sie so lange wie möglich zu Hause in den eigenen 4 Wänden in ihrem Kiez leben bleiben können. Seit 12 Jahren unterstützen die Kontaktstellen Pflegeengagement pflegende Angehörige in den Bezirken. Sie sind die regionalen Kristallisationspunkte der Pflegeselbsthilfe. Wie gesagt, etwa 1.600 bis 2.000 Pflegende treffen sich jährlich in über 200 Angehörigengruppen in den Kontaktstellen. Das ist eine große Zahl, insbesondere vor dem Hintergrund, dass pflegende Angehörige tatsächlich schwer zu erreichen sind. Die Mehrzahl der Pflegenden ist auch nicht in Vereinen oder Interessensverbänden organisiert. Der Hintergrund dafür ist folgender. Die extremen Belastungen und Anforderungen im Pflegealltag lassen vielen Pflegenden einfach keine Kraft oder Zeit mehr für eine aktive, übergeordnete Interessensvertretung. Ihr Alltag ist mit Betreuung, Versorgung und dem sich kümmern um die pflegebedürftige Person bis an den Rand gefüllt. Oft ist es so, dass Angehörige sich eher dann in der Lage sehen, ihre Interessen übergeordnet zu vertreten, wenn die Pflegesituation beendet ist oder eine stationäre oder teilstationäre Versorgung für Entlastung sorgt. Wir wissen von den pflegenden Angehörigen bei den Kontaktstellen Pflegeengagement, dass sie in die Gruppen gehen, wenn sie einfach nicht mehr weiter wissen, wenn sie erschöpft sind, ihre Sorgen mit anderen gleichermaßen Betroffenen besprechen und ihre Erfahrungen austauschen möchten. Im Mittelpunkt steht also zunächst die psychosoziale Entlastung und Stärkung, um den Pflegealltag weiterhin stemmen zu können. Und die Angehörigen profitieren gegenseitig von ihrem Wissen über Krankheits- und Pflegethemen und ihren Kenntnissen über Entlastungsmöglichkeiten im Rahmen der Pflegeversicherung. Sie werden zu Experten in eigener Sache. Hierbei unterstützen wir sie und haben das Ohr sozusagen am Puls der pflegenden Angehörigen. Wir sind in Dialog mit ihnen und erfahren direkt von den pflegenden Angehörigen ihre Probleme und Bedarfe in der Pflegesituation und auch davon, was ihren Pflegealltag erleichtern würde. Daher sehen wir unsere Aufgabe als SELKO, neben dem großen Spektrum von Betroffenen und Angehörigenorganisationen in der Pflege, insbesondere darin, die Anliegen unabhängiger, pflegender Angehöriger zu bündeln und dabei zu helfen, ihnen Gehör zu verschaffen. Grundlage und Legitimation hierfür ist unser direkter Kontakt zu den Gruppen und zu den vielen pflegenden Angehörigen. Berlin hat bereits umfangreiche Strukturen zur Unterstützung und Entlastung aufgebaut. Aus Sicht pflegender Angehöriger gibt es aber etliche Punkte, an denen noch dringend nachjustiert werden müsste. Hiervon möchte ich nur 3 nennen.
Wir hören von vielen Pflegenden, dass es gerade zu Beginn einer Pflegesituation niedrigschwellige, leicht auffindbare Informations- und Beratungsangebote braucht, die zum Beispiel auch Pflegenden mit Migrationshintergrund einen leichteren Zugang bieten. Es braucht gute Lotsen, die den Weg aufzeigen können. Bei zunehmendem Pflegebedarf und zunehmender Dauer der Pflegesituation verschärft der Fachkräftemangel den häuslichen Pflegealltag. Hier muss dringend nachgesteuert werden. Leider stehen auch Kurzzeitpflegeplätze nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Die Mehrzahl der Pflegenden sind Frauen und gerade berufstätige pflegende Frauen fordern eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Auch die Vermeidung von Altersarmut ist hier kein seltenes Thema. Und schließlich Corona hat gezeigt, dass digitale Kompetenzen für pflegende Angehörige immer wichtiger werden, um gegebenenfalls Gruppentreffen auch online durchführen und miteinander in Kontakt bleiben zu können. Abschließend möchte ich noch einmal betonen, pflegende Angehörige sind wichtige Akteure und können bei sektorenübergreifenden Problemen in der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in der Häuslichkeit ihre Expertise einbringen. Daher begrüßen wir es sehr, dass pflegende Angehörige und Menschen mit Pflegebedarf bei Überlegungen zur pflegerischen Versorgung Berlins stärker einbezogen werden sollen. In Vertretung von Selco e.V. und im Rahmen der Pflegeselbsthilfe können wir die unabhängigen pflegenden Angehörigen dabei unterstützen, ihre Expertise einzubringen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Buchholz-Gorke. Ich glaube, das war nicht nur präzise in der Zeit, sondern auch in der Sache. Ganz herzlichen Dank. Dann würde ich Frau Kecks, die Leiterin der AOK Pflegeakademie, bitten um Ihr Statement, um Ihren Beitrag. Bitte schön. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Mein Name ist Anne Keks, ich bin Leiterin der AOK Pflegeakademie, gelernte Krankenschwester, habe selber 10 Jahre in der Pflege gearbeitet und bin dann zur AOK Nordost gegangen, studierte Gesundheitsmanagerin, wo ich die in der 2016 gegründete Pflegeakademie unterstütze. Dort werden gezielt Angebote zusammengefasst für pflegende Angehörige unter einem virtuellen Dach. Da diese Frau Kecks, ganz kleinen Hinweis nur, ich glaube, es wäre besser, wenn Sie Ihren Bild ausschalten würden, dann würden wir Sie zumindest gut hören, weil die Qualität relativ schlecht ist. Dann, ich glaube, wenn Sie das Bild wegnehmen, so schade das ist für uns alle. Ja, wunderbar, dann probieren Sie es doch gerne noch. Bin ich jetzt besser zu verstehen? Ich glaube ja, wir probieren es mal. In Ordnung. Ich fange einfach noch mal kurz bei der AOK Pflegeakademie an, wo wir Angebote gezielt zusammenfassen unter einem virtuellen Dach, weil wir als Pflegekasse ja auch auf gesetzlicher Grundlage einiges anbieten für pflegende Angehörige zur Unterstützung. Ein großes Programm ist unter anderem Pflege in Familien fördern, kurz PFIF genannt. Einigen ist das vielleicht auch schon bekannt. Wir bieten das einvernehmlich mit allen Kassen gemeinsam an, sodass es sehr niederschwellig im Zugang ist für pflegende Angehörige. Derzeit ist ja die Pflegezeit in der Häuslichkeit sehr hoch. Sie beträgt durchschnittlich circa 10 Jahre. Als Zahlen habe ich Ihnen mitgebracht aus der AOK Nordost heraus, dass ca. 82% derzeit in der Häuslichkeit versorgt werden und davon 18% mit einem ambulanten Pflegedienst. Wie schon gesagt, es besteht eine gesetzliche Grundlage auf einen Anspruch zum Pflegekurs, welcher die häusliche Situation in der Pflege stabilisieren soll und es besteht die Möglichkeit für jeden daran teilzunehmen, egal ob eine aktuelle Pflegesituation bereits besteht oder erst in Aussicht ist. Es können pflegende An- und Zugehörige teilnehmen, aber auch Ehrenamtliche. Die Umsetzung der Pflegekurse findet seit 2015 in Berlin statt, in Kooperation mit 14 Krankenhäusern derzeit, wo wir bisher 1.900 pflegende Angehörige in über 260 Pflegekursen erreicht haben. Und auch ein Herzensstück von uns ist, dass wir die Pflegekurse kultursensibel anbieten, zum Teil mit eigenen Pflegefachkräften,
die das mitbringen sozusagen, aber wir bieten die Kurse auch mit den interkulturellen Brückenbauerinnen an. In den Pflegekursen wird die praktische Pflege vermittelt. Dadurch wird Sicherheit in der täglichen Pflege gewonnen, aber auch Prävention betrieben, in dem Sinne, dass zum Beispiel rückenschonendes Lagern gezeigt wird, aber auch andere Dinge vermittelt werden, um die Sicherheit in der täglichen Pflege zu erlangen. Es werden die Vermittlung zu Unterstützung und Entlastungsangeboten wie Selbsthilfegruppen angeboten, aber auch die Beratung in den Pflegestützpunkten wird vermittelt. Es findet ein Austausch der pflegenden Angehörigen statt im Sinne der Selbsthilfe. Und wir können schlussendlich sagen, dass in den Pflegekursen die pflegenden Angehörigen sehr zufrieden sind, wenn sie daran teilgenommen haben. Es ist erstmals schwer, sie reinzubekommen, weil sie durch die Belastung in der häuslichen Pflege schwer rauszulösen sind. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil. Die Wünsche aus der AOK Pflegeakademie sind ganz präzise zu benennen, indem ich sage, die Vernetzung und Bekanntmachung der Angebote wie Pflegekurse oder Beratung in den Pflegestützpunkten ist weiter voranzutreiben. Die Stärkung der pflegenden Angehörigen durch diese bestehenden Angebote wäre ein großer Wunsch. Und wir unterstützen natürlich die Interessensvertretung der pflegenden Angehörigen im Landespflegeausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kecks. Und dann würden wir Herrn Springborn, der auch noch per Videoschaltung zugeschaltet ist, um seinen Beitrag bitten. Ich glaube, da ist bei Ihnen die Qualität vielleicht ein bisschen besser schon im Bild. Bitte schön, Herr Springborn. Schönen guten Tag, Herr Vorsitzender. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Als kleiner Hintergrund, ich bin 53 Jahre alt. Meine Frau ist an Multipler Sklerose erkrankt seit über 30 Jahren. Sie ist seit mehr als 20 Jahren im Rollstuhl. Ich habe also ein paar Jahre Pflegeerfahrung durchaus. Ich bin neben der Pflege meiner Frau auch noch voll berufstätig. Die Versorgung erfolgt durch einen Pflegedienst und eine große Anzahl von Helfern. Für diese langjährige Pflege wurde ich in diesem Jahr im Rahmen der Woche der pflegenden Angehörigen durch geehrt und auf der Internetseite der Woche der pflegenden Angehörigen können Sie da weiteres über unsere Pflegesituation nachlesen. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier zu Ihnen sprechen kann. Ist nur per Video möglich, etwas improvisiert, aber 9 Uhr ist eine Uhrzeit, wo ich als pflegender Angehörige auch nicht bei Ihnen vor Ort sein kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Arbeitgeber, die Evangelische Schulstiftung, hat mich freundlicherweise freigestellt, dass ich hier an der Veranstaltung teilnehmen kann. Sonst würde das auch nicht funktionieren. Ich möchte auf die zwei Hauptthemen eingehen, die einen als pflegenden Angehörigen immer beschäftigen und daran hindern, sich noch mit anderen Themen wie Ehrenamt und Organisation zu beschäftigen. Diese sind Geld und Zeit. Das Thema Geld: Die Pflegeversicherung ist eine Teilkasko und deckt nur einen Teil der Pflegekosten ab. In unserem Fall sind das gut 50% der Kosten des Pflegedienstes. Alle weiteren Kosten, die sich aus der Krankheit meiner Frau ergeben, tragen wir selbst und geben dafür ca. 50% unseres monatlichen Einkommens aus. Dazu kommen dann noch die üblichen Wohnkosten, Unterstützung unseres Kindes in der Ausbildung und normale Ausgaben zum Leben und die aktuellen Preissteigerungen. Da kommt es trotz meiner Vollbeschäftigung durchaus vor, dass am Ende des Geldes noch Monat übrig ist. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Kosten des Pflegedienstes durch die Tarifsteigerungen bei den Pflegemitarbeitern jährlich steigen. Der Anteil der Pflegeversicherung bis auf die symbolische Erhöhung in diesem Jahr sich aber nicht verändert hat. Das führt dazu, dass die von der Politik zugesagte bessere Bezahlung der Pflegekräfte im Wesentlichen allein durch die Pflegebedürftigen bezahlt wird. Bei uns sind die Kosten für den Pflegedienst dadurch in den letzten 5 Jahren bei unverändertem Leistungsumfang um 30% gestiegen. Hier ist eine Dynamisierung der Leistungen der Pflegeversicherung notwendig und die finanziellen Probleme sind daher bei pflegenden Angehörigen ständig präsent. Zum Thema Zeit. Ich bin Vollzeit berufstätig mit 40 Stunden in der Woche. Mein Zeitaufwand für Pflege, Haushalt und Organisation der Unterstützung durch den Pflegedienst und zahlreiche Freunde und Bekannte ist genauso groß bzw. teilweise noch größer. Die Pflege eines Angehörigen ist kein Vollzeitjob, sondern ein Rund-um-die-Uhr-Job. In ständiger Anspannung und eigentlich ohne Pausen.
Dieser ständige Zeitmangel wird bei fast allen pflegenden Angehörigen durch eine Reduzierung der Schlafenszeit ausgeglichen, in die ja auch noch die nächtliche Versorgung der Pflegeperson fällt, was zu entsprechenden gesundheitlichen Folgen auch bei mir führt. Als pflegender Angehöriger habe ich kaum oder keine Zeit für mich und das Leben ist durch die Pflegeaufgabe fremdbestimmt. Geld und Zeit hängen hier direkt zusammen. Wenn ich viel arbeite, muss ich das Geld ausgeben, um Pflegeleistungen einkaufen zu können. Wenn ich wenig oder nicht arbeite, muss ich viel selber pflegen, weil ich die externe Pflege nicht bezahlen kann. Dadurch fehlt vielen pflegenden Angehörigen einfach die Zeit und die Kraft, sich darüber hinaus zu engagieren und zu organisieren. Und weil fast alle Beratungs- und Unterstützungsangebote als reaktives System ausgelegt sind, werden wir pflegenden Angehörigen von diesen Angeboten auch nicht erreicht. Ich muss für mich als pflegender Angehöriger einen Unterstützungs- und Beratungsbedarf feststellen und mich selber auf die Suche nach einem passenden Angebot machen. Das ist im normalen Alltag nicht zu schaffen. Aus meiner Sicht ist es notwendig, dass Beratung und Unterstützung proaktiv erfolgen müssen. Die Beteiligung pflegender Angehöriger erfordert Organisation. Um mich dazu engagieren, müsste ich Zeit bei der Pflege oder der Arbeit einsparen. Weder das eine noch das andere ist mir möglich. Die Mitgliedschaft in einer Organisation kostet außerdem Geld. Das können sich sehr viele pflegende Angehörige nicht leisten, da sie Transferempfänger sind. Ich habe keine Lösung, wie die Vertretung pflegender Angehöriger sich organisieren lässt. Aber durch große Verbände fühle ich mich nicht vertreten, da wir dort, wenn überhaupt, nur eine Randgruppe sind und es viele unterschiedliche Interessen und auch Interessenkonflikte gibt. Organisationen, die sich speziell mit pflegenden Angehörigen beschäftigen, halte ich für geeigneter, auch wenn sie nicht so viele Mitglieder haben. Gerne stehe ich Ihnen für weitere Gespräche zur Situation pflegender Angehöriger zur Verfügung, auch wenn es für mich jedes Mal eine Gratwanderung ist, wofür ich die viel zu knappe Zeit nutze. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Springborn. Auch nochmal für den Hinweis. Ich glaube, das Parlament, das geht wahrscheinlich nicht nur uns so, da nicht die richtige Zeittaktung haben und auch Menschen, die in Vollbeschäftigung sind und dann zusätzlich in der Tat, wie bei Ihnen, auch noch pflegende Angehörige sind, einbinden zu können. Ich glaube, das ist etwas, worüber nicht nur in diesem Haus, sondern insgesamt Parlamente nachdenken müssen. Vielen Dank aber auch nochmal dafür Ihr Statement und den Hinweis. Dann würde ich gerne Frau Chemnitz hier vor Ort aus dem Landesverband Berlin Wir Pflegen e.V. um Ihr Statement bitten. Bitte schön, Frau Chemnitz. Ja, einen schönen guten Tag. Auch wir, also der Verein Wir Pflegen, Landesverband Berlin, bedanken uns für die Einladung, weil wir der Meinung sind, wir haben einfach auch eine Menge zu sagen. Und es ist eben für uns das geeignete Forum hier im Abgeordnetenhaus, auch mal ein paar Positionen deutlich zu machen. Wir sind in Berlin über 240.000, wenn die Schätzungen stimmen. Wir sind auf Bundesebene mehr als 4,5 Millionen. Das sind pflegende Menschen, die das aus überwiegender Meinung auch gerne tun. Und weil wir es gerne tun, so wie ich zum Beispiel seit 2008 meinen Mann pflege, haben wir auch eine Menge zu sagen und haben wir auch eine Menge Wissen, was wir in die politische Debatte einbringen können und wollen. Leider ist es aber so, dass wir immer so als graue Masse in politischen Debatten mitlaufen. Herr Springborn hat eben schon gesagt, wir sind mehr oder weniger die, die immer als Letzte genannt werden, was ja auch stimmt. Wir sind diejenigen, die nämlich am wenigsten im Fokus sind der Politik. Und deshalb begrüßt unser Verein Wir Pflegen e.V. sehr, dass die Landespflegeverordnung jetzt überarbeitet wird und Interessenvertreterinnen pflegender Angehöriger eine direkte Stimme und Mitarbeit in diesem Ausschuss erhalten, wie es Menschen mit Behinderungen und andere sozial zu versorgende Gruppen seit Jahren schon haben. Wir selber sind aber der Meinung, dass unbedingt neben Sozialverbänden in den Landespflegeausschuss auch eine direkte Interessenvertretung pflegender Angehöriger gehört. Und ich möchte gerne sagen, warum.
meiner Meinung nach nicht nur, weil wir so sehr leiden, sondern weil wir eine ganz bestimmte Perspektive auf die pflegerische Versorgung einbringen. Das ergibt sich aus unserer Situation. Wir sind sowohl Pflegende im Sinne der klassischen pflegerischen Versorgung, wir sind Assistenzkraft und Betreuungskraft, wir sind aber auch Fallmanager, denn wir haben eine enorme Arbeit und viele Aufgaben zu lösen, um den Pflegeprozess als solchen am Laufen zu halten. Herr Springborn hat davon gesprochen, um Angebote zu finden. Wir sollen selber noch die Pflegekurse besuchen außerhalb der Pflegezeit, was immer noch damit verbunden ist, dass wir Ersatz finden müssen, insbesondere in den Pflegefamilien, wo es keine professionellen Pflegeleistungen im Pflegeprozess gibt. Deshalb meinen wir, die Politik kann profitieren vom Reichtum unserer Erfahrungen, von unserem Blick auf Bedarfslagen. Und gerade der Landespflegeausschuss hat ja doch, soweit ich das Gesetz richtig verstehe, auf die Bedarfsplanung, auf die Bedarfserfassung, auf die Bedarfsanalyse im Land einen sehr, sehr großen Einfluss. Deshalb halten wir es für wichtig, dass der Verein Wir Pflegen e.V., auch wenn wir in Berlin nur knapp 50 Mitglieder sind, ein direktes stimmberechtigtes Mitglied in Berlin wird. Letzter Satz, oder ich will gar nicht mehr so viel sagen, weil viel ist genannt worden. Was mir immer wieder auffällt, ist auch, wir würden gerne den Landespflegeausschuss als Gremium auch stärken und könnten da unsere Vorschläge und Ideen, möchten wir sehr, sehr gerne einbringen. Wo, wenn nicht im Landespflegeausschuss, würden sich Kostenträger, Leistungserbringer und Pflegende auf gleicher Augenhöhe begegnen können? Dafür ist der Landespflegeausschuss ein besonderes Gremium. Und deshalb haben wir in unserer Stellungnahme zum Verordnungsentwurf vorgeschlagen, die Mitgliederzahl im Landespflegeausschuss auf 32 Mitglieder zu erhöhen, um neben den 8 Vertretern der Kostenträger, neben den 8 Vertretern der Leistungserbringer auch 8 Vertreter aus der pflegerischen Situation im Ausschuss zu haben. Wir möchten mehr Öffentlichkeit. Warum? Weil wir nicht nur, weil wir viel, viel mehr zu sagen haben, sondern weil ich finde, dass pflegende Angehörige auch dann ermutigt werden, sich politisch in Selbsthilfegruppen, vor Ort, im Bezirk, in den Kontaktstellen für Pflegeengagement einzubringen, wenn sie das Gefühl erhalten, dass sie auch gewollt sind, dass sie auch gefragt werden und dass ihre Erfahrungen ernst genommen werden. Letzter Punkt. Eigentlich ist schon alles gesagt. Unser Fokus liegt wirklich auf der unmittelbaren Erfahrungs-, Wissens- und Kenntniswelt der pflegenden Angehörigen selbst und ihrem, dass sie die Möglichkeit erhalten, in einem Gremium, das Entscheidungen trifft, auch ihre Kompetenz einzubringen. Deshalb begrüßen wir den Verordnungsentwurf, haben Änderungsvorschläge gemacht und freuen uns sehr über diese Debatte heute hier im Abgeordnetenhaus. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Frau Chemnitz. Und dann, last but not least, Frau Rieck, bitteschön. Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, liebe Anwesenden, liebe Zuhörenden. Ich danke Ihnen vor allen Dingen für die Möglichkeit, dass heute auch in dieser Debatte die Perspektive von Young Carers, das heißt jungen Pflegenden, mit einfließt. Denn Young Carers sind ca. 30.000 junge Pflegende, die sich in ihrer Familie engagieren hier im Land Berlin. Und Young Carers stehen ganz anderen Herausforderungen gegenüber als andere private Pflegepersonen, wie zum Beispiel die pflegende Tochter oder die pflegende Partnerin, pflegender Partner. Denn Young Carers sind aufgrund ihres Lebensalters in einer ganz anderen Lebenssituation.
in ihrer Jugend, jungen Erwachsenenalter, wo es eigentlich darum geht, sich auszuprobieren, eigene Erfahrungen zu machen, auch Grenzen auszutesten. Und es dreht sich oder auch sehr viel und primär um Selbstverwirklichung in dieser Lebensphase. Aber nicht bei Young Carers, denn sie sind in die Pflege und Versorgung und vor allen Dingen die Sorge in der Familie stark eingebunden. Und das ist ihr Hauptlebensinhalt zumeist. Aufgrund des Lebensalters von Young Carers, wir sprechen ja zum Teil von sehr jungen Menschen oder im jugendlichen Alter von 13, 14, 15-Jährigen, ist im Rahmen zum Beispiel vom Landespflegeausschuss leider keine Selbstvertretung möglich. Aber es ist wichtig, auch dort immer wieder die Perspektive von dieser Zielgruppe und von dieser auch nicht ganz kleinen Gruppe mit einfließen zu lassen, zum Beispiel durch die Möglichkeit von Sachverständigen. Denn die Young Carers von heute sind auch oft die Carers von morgen. Das heißt, Young Carers übernehmen sehr früh sehr viel Verantwortung, haben sehr früh ein sehr hohes Empathiefähigkeit, müssen das ausbilden, weil sie ja für ihre Familie da sind, für die kranken Familienangehörigen, sodass sie später in ihrem Erwachsenen- und ihrem Berufsleben oft im Sozial- und Gesundheitswesen auch als Mitarbeitende anzutreffen sind. Und wir haben vorhin schon so theoretisch über den Fachkräftemangel in der Pflege gehört. Wenn wir Young Carers möglichst früh unterstützen und gut begleiten, bedeutet das auch, dass wir die Pflegekräfte, die potenziellen von morgen, schon möglichst früh gut begleiten und unterstützen in ihrer Verantwortung. Und sie merken, dass man in der Pflege auch nicht allein gelassen wird, egal in welcher Funktion und in welcher Rolle man da unterwegs ist. Wir haben vorhin theoretisch gehört, es gibt Fachkräftemangel in der Pflege. Das ist alles keine neue Erkenntnis, glaube ich, für alle Anwesenden hier im Raum und auch außerhalb des Raumes. Was das aber ganz konkret bedeutet für die Einzelnen, für die Familien, wenn Fachkräftemangel besteht, erleben wir zum Beispiel in unserer Beratungsstelle von Pflege in Not, wo ich neben der Beratungsstelle echt unersetzlich auch die Projektleitung innehabe, wenn Angehörige anrufen und sagen, der Pflegedienst hat mich gerade angerufen und gesagt, ab morgen stellt er die Abendtour ein, weil kein Personal mehr da ist. Da wird es plötzlich dieses Abstrakte, wir haben einen Fachkräftemangel, ganz konkret und ganz greifbar. Denn ab morgen kommt niemand mehr und zieht die Thrombosestrümpfe aus oder setzt die Insulinspritze. Denn es gibt ja auch keinen anderen Pflegedienst, der das so spontan machen kann oder es überhaupt machen kann. Nicht nur wir bei der Beratungsstelle Pflege in Not, sondern auch zum Beispiel bei den Pflegestützpunkten erleben täglich und dann auch hautnah von den Betroffenen, was es bedeutet, dass der Fachkräftemangel mehr und mehr um sich greift. Und wir finden, dass es neben diesem abstrakten Wissen sozusagen dann auch im Landespflegeausschuss notwendig ist, diese Tragik, die eben pflegende Angehörige oder Organisationen, die direkt mit pflegenden Angehörigen und betroffenen Pflegebedürftigen arbeiten, da auch mit einfließen lassen, damit das nicht so abstrakt bleibt und wir das alle theoretisch wissen, sondern dass es auch konkret wird und wir auch die tatsächlichen Ausmaße greifbar haben. Denn gerade auch in Familien mit Young Carers, wenn ist es oft ein länger dauernder Prozess und oftmals auch dann ein überfälliger Prozess, dass die Familien bereit sind, sich externe Unterstützung und Hilfe zu holen. Und wenn die Familien an dem Punkt angekommen sind, sich die Hilfe holen zu wollen, dann sich auf die Suche begeben nach einem ambulanten Pflegedienst und es gibt keinen. Dann beim nächsten Mal werden sie es noch schwieriger haben, sich auf den Weg zu begeben, sich externe Unterstützung zu holen, wenn sie dann beim ersten Mal schon so, ja, sage ich mal, kläglich gescheitert sind mit ihrem Vorhaben und mit ja, der Bereitschaft, sich da auch unterstützen zu lassen in der Situation, die alleine oft so nicht tragbar und leistbar ist. Zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass, wie gesagt, die Zielgruppe der Young Carers natürlich besondere Bedarfe hat und auch Bedürfnisse hat, wo es notwendig ist, die auch mit in den Blick zu nehmen und auch anzuschauen. Aber auch die Gruppe von Pflegenden mit Migrationshintergrund und Familien mit Migrationshintergrund haben natürlich nochmal eine andere Lebenswelt oft und andere Lebensumstände als andere pflegende Angehörige,
wo es auch nochmal wichtig ist, die auch nicht außen vor zu lassen und das auch nochmal im Landespflegeausschuss mit zu berücksichtigen, was bisher ja so auch erstmal noch nicht vorgesehen ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank allen Anzuhörenden für Ihre Statements. Jetzt hatte sich zuallererst Herr Kollege Schulze gemeldet. Es sei denn, der Senat möchte an dieser Stelle irgendwie? Nein, dann nach der ersten Runde wahrscheinlich. Herr Kollege Schulze, bitteschön. Ja, danke schön an die Anzuhörenden für Ihre Ausführungen. Ich vertrete heute meine Kollegin Steffi Fuchs, die leider in Quarantäne und zu Hause ist. Und möchte Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Ich glaube, wir haben uns ja als Koalition insgesamt vorgenommen, dass die pflegenden Angehörigen deutlich stärker als bisher auch in den entsprechenden Gremien beteiligt werden, auch im Landespflegeausschuss, und dass die Leistung, die die pflegenden Angehörigen erbringen für unsere Gesellschaft insgesamt, für ihre Angehörigen im Speziellen, dass die auch stärker ins Blickfeld geraten, stärker gewürdigt werden. Ich glaube, das ist sozusagen eine große Herausforderung. Die Zahlen wurden ja hier auch schon genannt, dass die Angehörigen eigentlich die größte Gruppe sind, die pflegen in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, es gibt gute und weniger gute Gründe für Angehörige zu pflegen. Also gute sind sicher, dass der oder die zu Pflegende in der heimischen Umgebung bleiben kann, mit lieben Personen zusammen ist sozusagen. Und es gibt sicher auch weniger gute, dass die entsprechenden Pflegeangebote, die gemacht werden, nicht ausreichend sind und man sich deswegen notgedrungen sozusagen für die Pflege zu Hause und mit den Angehörigen entscheidet. Und ich glaube, gerade deswegen kommt es darauf an, die pflegenden Angehörigen noch mal besonders zu unterstützen und besonders in den Blick zu nehmen, weil es hier sozusagen ein Feld ist, wo jemand Verantwortung übernimmt für die gesamte Gesellschaft, für eine Aufgabe, die eigentlich die gesamte Gesellschaft auch hat. Und das halt im privaten Raum. Da verquicken sich sozusagen die privaten Verhältnisse mit den gesellschaftlichen. Das Thema der Anhörung ist ja die Vertretung der pflegenden Angehörigen im Landespflegeausschuss. Und da haben sich jetzt einige Anzuhörende zu geäußert, andere nicht so sehr. Ich wollte Frau Buchholz-Gurke noch mal fragen, wie sie zur Vertretung der pflegenden Angehörigen im Landespflegeausschuss konkret steht, welche Position sie dazu hat. Und ich wollte auch, nachdem Herr Springborn gesagt hat, er fühlt sich nicht vertreten von den großen Verbänden, nochmal vielleicht Frau Chemnitz und Frau Rick auch fragen, welche Möglichkeiten Sie sehen, sozusagen, wie Sie sich organisieren könnten im Landespflegeausschuss als pflegende Anzuhörende. Also es ist immer schwierig, natürlich eine große Gruppe von Menschen dann mit 4, 5, 6 oder wie auch immer, wie vielen Vertreterinnen und Vertretern in so ein Gremium zu schicken. Und man muss sich da organisieren, man muss vielleicht Leute wählen, die da reingehen oder benennen. Frau Chemnitz hatte ein paar Ausführungen gemacht, wie das gehen könnte. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie Sie das sehen, welche Organisationsformen da möglich sind und was an sich sozusagen getan werden kann, damit das möglichst repräsentativ auch ist, was dann dort im Landespflegeausschuss getan wird. Frau Rick, wollte ich noch fragen, wie Sie die bestehenden Beratungs- und Unterstützungsstrukturen einschätzen für junge Menschen, die pflegen, und inwieweit die pflegenden Jugendlichen auch beteiligt werden könnten im Landespflegeausschuss. Das wäre ja dann nochmal eine spezielle Gruppe. Da müsste man sich wahrscheinlich eine Absprache treffen innerhalb der Selbstvertretungsverbände oder der Organisationen und Vereine. Und welche Maßnahmen Sie wichtig fänden, um vielleicht auch mehr Sichtbarkeit dort anzubringen für die pflegenden jungen Menschen. Wie Sie den Austausch auch mit Schulen einschätzen beispielsweise, also mit den ganzen Institutionen, mit denen junge Menschen so zu tun haben, Hochschulen beispielsweise, Ausbildungsstationen und Ähnliches. Und an alle Anzuhörenden würde ich noch die Frage stellen, wie jetzt das Verfahren zur Verordnung mit dem Senat gerade läuft, welche der hier vertretenen Anzuhörenden beteiligt waren an der Verbändeanhörung und welche Rückmeldung es da gab. Und an den Senat dann nachfolgend auch die Frage, wie aus Sicht des Senats die Verbändeanhörung läuft, welche Verbände sich geäußert haben und wie die Rückmeldungen auf die entsprechende Verordnung sind. Also ich gehe mal davon aus, dass wir gemeinsam noch das Ziel verfolgen, tatsächlich die pflegenden Anzuhörenden in persona auch im Landespflegeausschuss zu beteiligen, weil wir ja hier gehört haben, wie wichtig sozusagen auch der Austausch mit den Verbänden, auch mit den Kostenträgern ist und da Sachen ja ineinander greifen müssen, wenn es gut funktionieren soll. Also stationäre, ambulante Angebote und die Angehörigen selbst. Insofern wäre es, glaube ich, besonders wichtig, da eine gute Lösung hinzukriegen, damit das auf Augenhöhe dann stattfindet im Landespflegeausschuss. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dann der Kollege Duesdorf. Dankeschön, Herr Vorsitzender.
Grundsätzlich, glaube ich, zeigt diese Anhörung, dass die Breite der Bedarfe der pflegenden Angehörigen wirklich enorm groß ist und der Rahmen, den wir heute hier gesteckt haben, eigentlich schon von ganz vielen automatisch gesprengt wird. Also deswegen auch meinerseits die Entschuldigung, dass wir auf viele Aspekte, die Sie angesprochen haben, jetzt in der Anhörung vielleicht gar nicht adäquat eingehen können. Aber all Ihre Hinweise, die wurden sehr wohl gehört und wir haben ja auch ein Wortprotokoll, sodass wir das auch durchaus noch später dann nochmal mit einfließen lassen können in andere Anhörungen, die wir ganz bestimmt forcieren sollten in den nächsten Monaten und Jahren, sodass wir das Thema immer wieder auch auf der Tagesordnung haben und uns damit beschäftigen. Ein paar wenige Fragen habe ich. Einmal Frau Buchholz-Gorke, Sie sprachen von den zahlreichen Angeboten für die pflegenden Angehörigen. Gibt es eigentlich auch ein grundsätzliches Angebot einer professionellen Supervision für pflegende Angehörige? Denn ich kann mir vorstellen, dass eine Selbsthilfegruppe nicht der adäquate Raum ist, immer um tatsächlich psychische Belastungen dann auch mal abbauen zu können, beziehungsweise eine wirklich professionelle Unterstützung zu bekommen. Welche Angebote gibt es da grundsätzlich für die pflegenden Angehörigen? Frau Keks, Sie sprachen von den Pflegekursen. Da würde ich gerne mal wissen, wie viele pflegende Angehörige nehmen eigentlich an diesen Teil und inwiefern werden denn die individuellen Pflegekurse in der Häuslichkeit angeboten, beziehungsweise ist das eine gute Alternative? Und da merken Sie auch schon, dass wir ein Stück weit den Rahmen dieser Anhörung schon verlassen vom Thema her. Herr Springborn, Ihnen möchte ich einfach danken, dass Sie sich Zeit genommen haben und vielen Dank auch für Ihre Offenheit und den Einblick in Ihren Alltag. Und Ihre Empfehlung, Einschätzung, welche Art von Vertretung Sie sich im Landespflegeausschuss wünschen. Frau Chemnitz, auch Ihnen erst einmal vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie heute hier sind. Ich würde Sie einfach darum bitten, dass Sie vielleicht noch ein bisschen was zum Verein erzählen. Sie haben ja schon gesagt, es sind hier in Berlin 50 Mitglieder. Wie viele Mitglieder sind es eigentlich deutschlandweit? Seit wann gibt es den Verein? Und was natürlich ganz besonders spannend auch ist, weil es auch natürlich am Ende um die Frage geht, wie sollen die pflegenden Angehörigen im Landespflegeausschuss dann vertreten werden? Wie ist eigentlich die Zusammenarbeit zwischen den vielen Vereinen von pflegenden Angehörigen organisiert, beziehungsweise gibt es da einen engen Austausch oder ja, versucht da jeder Verein irgendwie selbst sich einzubringen? Dann Frau Rix, Sie sprachen ja sehr über die Vertretung, über die Bedürfnisse von jungen pflegenden Angehörigen. Da würde ich gerne wissen, ob Sie es für sinnvoll halten würden, wenn es eine Vertretung für ganz besonders junge pflegende Angehörige im Landespflegeausschuss geben würde, beziehungsweise wie eigentlich die Interessen von pflegenden Angehörigen, die ja teils noch Kinder sind, manchmal sogar Kleinkinder, die das am Rande mitkriegen, beziehungsweise auch schon in die Pflegearbeit mit eingespannt werden. Inwieweit werden denn deren Interessen eigentlich geschützt, beziehungsweise gebündelt und dann auch in der Pflegepolitik vertreten? Das wäre eine Frage noch an Sie und dann auch an den Senat die Frage, wie denn der weitere zeitliche Ablauf der Erarbeitung der Verordnung ist. Und im Internet kann man ja auch über den Landespflegeausschuss recherchieren, beziehungsweise findet da eine Seite. Die letzte Sitzung war am 01.06.2018. Ich vermute mal, da ist ganz viel Dokumentation liegen geblieben, beziehungsweise gibt es vielleicht auch demnächst eine neue Seite. Vielleicht können Sie dazu einfach was sagen, auch wie oft der tagt eigentlich und in welchem Rahmen der zustande kommt. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kollege Düsseldorf. Jetzt Herr Bauschke, bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch unsererseits nochmal herzlichen Dank an alle Anzuhörenden, die uns hier sehr informativ, aber auch, wenn ich an Herrn Springborn denke, zum Teil auch natürlich sehr schonungslos nochmal mit der Situation konfrontiert hat, in einer Ehrlichkeit und Offenheit, die man sich ja auch bei der Diskussion bei allem Schrecken dann doch immer wünscht. Ich würde es ein bisschen beschränken, einerseits auf nochmal die Frage, die ja schon mal angesprochen wurde, nochmal mit der Zeiteinteilung bei einer möglichen Beteiligung im Landespflegeausschuss. Das ist für mich
vor allem auch nach den Ausführungen, Vollzeitjob, dann die gesamte Zeit im Leben eigentlich noch die Pflege, wie man sich das vorstellt, auch vielleicht nochmal, ob es da Überlegungen gibt, verschiedene Modelle, Digitalisierung, nochmal als Stichwort, ja auch um räumliche Nähe sozusagen nicht nur durch Anfahrt zu haben. Beim Thema Digitalisierung auch nochmal vielleicht eine kurze Einschätzung, etwas abseits vom Thema der Anhörung, weil ich jetzt schon öfters vernommen habe, zumindest aus den Ausführungen, dass es vor allem nochmal einen erhöhten Pflege- und Informations- und Angebotsbedarf gibt, wie Sie hier sozusagen nochmal das Angebot einschätzen, beziehungsweise was Sie sich eigentlich wünschen würden, ob zum Beispiel eine Plattform, wo alles nochmal zusammengefasst werden würde, helfen könnte. An den Senat hätte ich einerseits natürlich auch die Frage des zeitlichen Ablaufs der Verordnung, andererseits nur noch mal als Stichwort, wenn Sie da heute keine Zahlen da haben, was ich auch vermute, ist es auch okay. Aber noch mal das Thema Altersarmut in der Pflege, glaube ich, ist, wie weit es sozusagen, ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil es nicht unbedingt Ihren Geschäftsbereich angeht, Frau Senatorin, aber wie weit da sozusagen auch noch mal die Sensibilisierung senatsverwaltungsseitig da ist, auch für die Abteilung. Und jetzt schaue ich, ob ich mir meine Punkte alle richtig notiert habe. Ja, eine Frage noch zum Thema Pflegekurse. Die Kurse haben ja auch immer die Herausforderung, einerseits das Zeitmanagement, andererseits ist ja auch die Pflege von Angehörigen wahnsinnig spezialisiert. Also die Fälle sind ja in einem Facettenreichtum. Und hier würde mich interessieren, ob das Angebot auch sozusagen spezialisiert genug ist, um auch sozusagen da ausreichend Angebot zu geben. Da würde ich mich freuen um eine kurze Einschätzung. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Bauschke. Jetzt stehe ich auf der Rednerliste auch noch mal von meiner Seite aus. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen, in der Tat auch für die Offenheit. Ich möchte mal aus der persönlichen Erfahrung zwei Fragen auch an Herrn Springborn stellen, weil ich das sozusagen fast täglich höre in einer anderen beruflichen Aufgabe. Sie haben das Thema, ich weiß, es hängt jetzt nicht unmittelbar mit dem Inhalt dieser Anhörung zusammen, aber Sie haben das Thema Vergütung angesprochen. Ich glaube, das ist etwas, was die Politik im Moment noch überhaupt nicht auf dem Schirm hat, nämlich dass die steigenden Tariflöhne, die sicherlich auch gerechtfertigt sind, aber da zu dieser Lücke führen, die für pflegende Angehörige immens ist und wirtschaftlich wirklich an der Grenze kaum noch zu tragen ist. Herr Springborn, wie Sie das einschätzen, wie sich das in den letzten Monaten auch entwickelt hat, weil da gibt es ja auch ganz aktuelle Entwicklungen, die damit zusammenhängen. Und ob bei Ihnen, die Frage ist ja auch aufgekommen, haben auch Kollegen hier schon gestellt, eben auch die Frage, ob überhaupt noch ambulante Pflegedienste zur Verfügung stehen, ob das bei Ihnen auch schon ganz konkret aufgeschlagen ist. Das ist so die erste Frage. Die zweite Frage, Herr Springborn, die natürlich total interessant ist, Sie sagen, Mensch, mir fehlt eigentlich die Zeit und auch die finanziellen Möglichkeiten, weil die Lücke zwischen dem, was die Kasse zahlt, die Pflegekassen zahlen und dem, was ich zahlen muss, immer größer wird oder die Spannbreite. Unter welchen Rahmenbedingungen wäre es Ihnen denn möglich, beispielsweise in einem Gremium mitzuarbeiten oder vielleicht auch in einem Verein, das müssen ja nicht gleich 10 Stunden in der Woche sein, aber mal 2 Stunden reinzuhören, Ihre Erfahrungen mitzugeben oder auch in so einem Gremium, in einem öffentlichen Gremium, egal jetzt, ob es ein Landespflegebeirat ist oder. Also vielleicht können Sie noch mal 1-2 Sätze zu den Rahmenbedingungen sagen. An den Senat hätte ich die Frage, was auch an die Senatorin Ihre Strategie beim Thema der Kontaktstellen ist, also denjenigen, die ja die Vereine oder die ehrenamtliche Arbeit in den Bezirken jeweils auch bündeln sollen. Nun habe ich da auch ganz praktische Erfahrungen, weil wir sozusagen ja mit einer Beratungsstelle auf einem Flur sitzen und das, glaube ich, schon große Herausforderungen sind, auch von den Ressourcen, die da vorhanden sind bei den Kontaktstellen pflegender Angehöriger. Insofern würde mich schon interessieren, wie Ihre Strategie vielleicht für die nächsten Jahre da ist, wie man das ausbauen kann und wie man in der Tat pflegende Angehörige über die Vereinsstrukturen hinaus noch mal besser erreichen kann und möglicherweise da auch unterstützen kann und diese Hemmschwelle, wenn denn die zeitlichen Ressourcen bei pflegenden Angehörigen überhaupt vorhanden sind, proaktiv, wie Herr Springborn es auch sagte, proaktiv auf pflegende Angehörige zuzugehen, möglicherweise noch
möglicherweise da es eine Strategie gibt, das auch zu tun. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, weil eins ist klar, die Gruppe der pflegenden Angehörigen, wir haben jetzt ungefähr 4 Millionen zu Pflegende, wir werden im Jahr 2030 in Deutschland weit über 5 Millionen zu Pflegende haben und die werden nicht alle in Pflegeeinrichtungen unterkommen und es wird weniger Menschen geben, die pflegen, also weit weniger noch, egal ob mit der ambulanten oder stationären Pflege, aufgrund der demografischen Entwicklung. Insofern wird es immer mehr pflegende Angehörige geben. Und ich glaube, wir müssen uns darauf vorbereiten, auch hier in Berlin. Und da ist die Zeit, glaube ich, gekommen, dass das eilt sozusagen. Soweit von meiner Seite. Herzlichen Dank. Dann hatte sich Frau Suka jetzt gemeldet. Bitte schön. Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an alle Anzuhörenden. Auch meine Fraktion begrüßt natürlich sehr diese längst überfällige Erweiterung des Landespflegeausschusses. Und das ist vielleicht noch mal besonders hervorzuheben, zu benennen, dass es ein deutlicher Fortschritt ist, wenn hier jetzt vielleicht pflegende Angehörige oder Zugehörige gleichberechtigte stimmberechtigte Mitglieder werden sollen. Weshalb sozusagen die Expertise oder die Partizipation pflegender Angehöriger und Zugehöriger von Bedeutung ist, wurde hier schon auch nochmal von den anderen Anzuhörenden schon vorgestellt. Was mir vielleicht noch zusätzlich, es sind ja viele Fragen gestellt worden, aber was mir so zusätzlich noch durch den Kopf ging, ob wir tatsächlich nicht auch über eine zeitgemäßere Begrifflichkeit auch hinsichtlich der Angehörigen denken müssten. Also deshalb habe ich so betont, Angehörige und Zugehörige, damit das ganze Bild nochmal im Kopf auch breiter wird, also die Zielgruppe breiter wird, an die wir eigentlich alle denken müssen. Und da fielen mir auch die Ehrenamtlichen noch zusätzlich bei ein, weil viele ja auch, also gerade denke ich, Pflegestützpunkt, wie heißt das, Kompetenzzentrum, Pflegeengagement, glaube ich, so heißen die Zentren, arbeiten zum Beispiel auch sehr viel mit Ehrenamtlichen und auch da vielleicht auch die Frage, wie wir auch diese ganze Zielgruppe angemessen berücksichtigen im zu erweiterten Landespflegeausschuss. Erste Frage, also Ehrenamtliche, wie wird das eingeschätzt, werden die auch gut und angemessen als dazugehörige, wie man es jetzt bezeichnen mag, dazugehörige Pflegende mit berücksichtigt. Das war meine erste Frage. Meine zweite Frage geht so ein Stück, geht an die AOK. Sie sprachen, und das habe ich sehr gerne gehört, über Prävention in der Pflege und da die pflegenden Angehörigen als Zielgruppe und quasi deren Gesundheit haben Sie angesprochen. Wie erhält man die Gesundheit der pflegenden Angehörigen unter anderem? Dann habe ich mich aber auch gefragt, ob die AOK auch noch mehr in die Richtung Prävention in der Pflege denkt, wie quasi pflegende Angehörige tatsächlich dann auch geschult werden, welches Potenzial Prävention in der Pflege insgesamt hat, also wie sie quasi beim Thema Gesundheit, Bewegung und so weiter die zu Pflegenden besser unterstützen können. Wenn Sie da speziell Projekte haben, können Sie diese gerne, wenn die Zeit noch dann später erlaubt, ausführen, würde ich mich freuen. Herr Springborn hat nochmal den Bereich proaktives Unterstützen hervorgehoben. Da musste ich an unsere präventiven Hausbesuche tatsächlich denken, die wir jetzt auch planen auszuweiten. Und da möchte ich einfach nur nochmal Sie erwähnt haben, welche Bedeutung diese präventiven Hausbesuche tatsächlich haben. Das hat Herrn Springborn hier, glaube ich, nochmal sehr deutlich hervorgehoben, weil eben manchmal einfach die Menschen nicht mal die Kraft haben, selbst zu suchen oder sich mit der Idee weiter zu beschäftigen, was brauche ich jetzt selbst an Hilfe? Ne? Und da können nur solche präventive, proaktive Hausbesuche diesen Bedarf decken. Wir haben auch vor kurzem eine Studie gehabt, die gezeigt hat, dass
unzählige Leistungen, die es eigentlich gibt, Angebote, die es gibt, teilweise bis zu 70% nicht abgerufen werden von Pflegenden, von pflegenden Angehörigen, warum auch immer, eben weil der Informationsmangel da ist, weil Bürokratie, zu viel Bürokratie da ist, aber de facto gibt es deutlich mehr Unterstützungs- und Beratungsangebote, als diese abgerufen werden. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten, weil wir müssen zusehen, dass die Unterstützungsangebote abgerufen werden, damit ja quasi diese Selbstpflegefähigkeit, die noch vorhanden ist, bleibt und auch eben die pflegende Angehörigen als Ressource, als sozusagen die in Anführungsstrichen nicht professionelle Pflege uns erhalten bleiben, gerade im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel. Als Frage hätte ich noch auch eine weitere Zielgruppe. Ich habe es noch nicht nachvollziehen können. Wir haben öfters gesprochen jetzt hier über die Menschen mit Migrationshintergrund, sei es pflegende Angehörige oder Pflegebedürftige selber. Wie werden diese eigentlich eingebunden im Landespflegeausschuss? Über welchen Träger, über welche Einrichtung oder Vertretung? Und ist das, wie schätzt das der Senat ein? Ist das angemessen vorgesehen? Und beim Thema klein, groß, Kollegin Suka, ich bin ja nur vom Ausschuss, Entschuldigung, bitte gebeten worden, immer darauf zu achten, dass vielleicht nicht einer so ganz doll die Redezeit überschreitet. Okay, danke für den Hinweis. Ja, vielleicht dieser Hinweis noch wäre mir wichtig. Also bei kleinen Vertretungen und größeren Vertretungen, es gibt natürlich trotzdem, trotz der kleinen, selbst wenn einzelne Vereine klein sind, können sie eine besondere Bedeutung haben. Und deshalb frage ich allgemein, es können aber auch andere, die heute hier nicht vertreten sind und trotzdem von Bedeutung sein, wie könnte, wenn stattdessen, man wird ja kaum alle dort als Mitglieder aufnehmen können, aber was sind Alternativen? Wie kann man sie anders verbindlich beteiligen und hören, dass sie genug Gehör bekommen? Das wäre so eine Frage, ob da jetzt die Senatsverwaltung auch Ideen hat. Danke. Okay, vielen Dank. Herr Kollege Zander, bitteschön. Ja, vielen Dank. Eine Frage habe ich an Herrn Springborn. Sie hatten gesagt, was ja auch schon erwähnt worden ist, Beratung und Unterstützung sollten proaktiv erfolgen. Deshalb mal ganz praktisch gefragt, wie wäre denn in Ihrer Situation dann die Erwartungshaltung? Was wäre dann jetzt das Optimum, wie man diese proaktive Beratung und Unterstützung leisten könnte? Es gibt ja die Fälle, wo jemand plötzlich zu einem Pflegefall wird durch einen Unfall oder einen Schlaganfall etc. Oder aber auch, wo dieser Prozess schleichend erfolgt und man sich dann irgendwann auch selber fragt, wann beantrage ich jetzt, wann die Feststellung eines Pflegegrades etc. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Situationen, wie man da zu so einer Beratung, Unterstützung dann auch kommen kann. Faktor Zeit war das auch das eine. Die AOK, Frau Keks, Sie hatten ja gesagt, Sie haben 1.900 Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht. Meine Frage ist dann auch hier, welche Zielgruppe wird denn da erreicht, weil wir auch über die unterschiedlichen Personen- oder Familiensituationen gesprochen haben, also auch so Menschen wie Herr Springborn, weil Sie auch die Online-Kursvariante erreichen oder erreichen Sie auch Berufstätige damit oder eher diejenigen, die auch schon älter sind, im Ruhestand? Haben Sie da eine Auswertung vielleicht, wer genau diese Kursangebote in Anspruch nimmt? Und dann zum Schluss nochmal, was auch Herr Schulze erwähnte, zu der Frage, wie könnte man denn die pflegenden Angehörigen möglichst repräsentativ in diesem Gremium auch vertreten lassen? Und auch nochmal die Frage an Wir Pflegen. Ja, wer ist denn so bei Ihnen auch organisiert, mit welchem Hintergrund, also überwiegend, also auch berufstätig, nicht mehr berufstätig, sind auch diese Young Carers eventuell bei Ihnen vertreten und wie glauben Sie, wie man diese Repräsentativität am besten erreichen könnten, weil jeder ja auch wirklich sehr konkrete und unterschiedliche Erfahrungen dann auch gemacht hat und wie man das dann machen kann, gerade weil Sie auch gesagt haben, Sie waren die Erweiterung um zwei Personen vorgeschlagen. Ich kenne jetzt Ihre Stellung, Lame, ja nicht an den Senat. Vielleicht könnten Sie noch mal sagen, warum zwei und ob Sie meinen, dass diese zwei Personen auch ausreichen würden, weil Sie auch auf die persönliche Erfahrung dann auch abgestellt haben. Und natürlich finden wir das grundsätzlich völlig richtig und gut und unterstützen das auch, dass entsprechend auch die direkt betroffenen pflegenden Angehörigen auch an diesem Gremium beteiligt werden mit direkter Stimme. Vielen Dank. So, herzlichen Dank. Und dann Herr Kollege Hansel, bitteschön. Ja, vielen Dank nochmal an alle, die hier das sehr stark vertreten haben, worum es geht, auch Herrn Springborn.
Das ist doch sehr bedrückend und ich habe den Eindruck, der Vorsitzende hat ja darauf hingewiesen, wir kommen hier auch in eine demografische Falle und ich glaube, da kommt eine Welle auf uns zu, von der wir uns noch gar nicht so bewusst sind und das tatsächlich auch, glaube ich, verdrängen. Und mein Eindruck ist, und das habe ich so mitgenommen, es geht eigentlich, natürlich sind Gremien wichtig und natürlich ist eine große Beteiligung oder eine adäquate Beteiligung der Experten in eigener Sache, wie es heißt, ausgrund der Praxis der pflegenden Angehörigen unglaublich wichtig. Aber ich glaube, es geht einfach auch um Geld. Weil wenn die Leute selber arbeiten müssen und nicht pflegen können und es einkaufen müssen, es ist einfach zu teuer, dann ist das einfach das Grundproblem. Und das kann auch eine Gremienarbeit, glaube ich, nicht relativieren. Und da müssen wir halt gucken, wie wir tatsächlich, wenn wir uns angucken, 240.000 war die Zahl hier in Berlin. Das wird natürlich steigen. Der Vorsitzende hat darauf hingewiesen, 4,5 Millionen im Bund. Ich glaube, wir müssen tatsächlich überlegen, wie wir hier den Sozialstaat, der uns ja dann alle betrifft, auch in diese Richtung umbauen müssen. Und wir kommen da über so eine Gremiendebatte, die natürlich jetzt wichtig ist, und darum sitzen wir hier im Ausschuss heute, aber im Grunde grundsätzlich nicht herum. Also ich bin hier dann doch ein bisschen ratlos zurückgelassen und es geht um Geld. Und Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts, um das mal so platt zu sagen. Und da müssen wir uns, glaube ich, alle auf noch ganz, ganz andere Dimensionen einstellen. Ansonsten würde ich mich den Fragen von Herrn Greff anschließen, an die beiden, die er genannt hat. Danke. Dankeschön, Frau Senatorin, bitteschön. Ja, vielen Dank. Zunächst auch wirklich noch mal mein ganz ausdrücklicher Dank an die, die wir hier gehört haben, insbesondere auch an die, die selber auch Pflegende sind, weil ihre Arbeit gar nicht hoch genug zu schätzen ist. Und ich bin sehr dankbar, dass das heute auch hier noch mal wirklich auch so deutlich auch noch mal gesagt wurde. Ich glaube, da nehmen wir alle viel davon mit, auch für das, was wir gemeinsam noch zu entwickeln haben. Ich würde noch mal einen Aspekt auch noch mal gern stärken, nämlich es geht natürlich um die Beteiligung der Pflegenden und ihrer An- und um die Beteiligung der Menschen, die pflegen. Aber es geht uns auch ganz stark um die Beteiligung der pflegebedürftigen Menschen selber, weil es ja ein Ausdruck, ein Selbstbestimmungsrecht ist, zu selbst entscheiden zu können, wie möchte ich gepflegt werden und wo. Auch das wird eine ganz große Rolle spielen, wie wir auch den Pflegebedürftigen selbst auch eine Stimme geben. Das ist oft, geht das einher mit denen, die sie pflegen, aber auch dieser ganz eigenständige Akzent, der sollte auch nicht zu kurz kommen. Die Beteiligung der pflegebedürftigen Menschen und ihrer An- und Zugehörigen im Landespflegeausschuss ist eines unserer zentralen Merkmale der Berliner Pflegepolitik, was wir in der nächsten Zeit ja eben auch mit der neuen Verordnung sehr, sehr stark machen wollen. Und wir wollen diese Zusage eben auch einlösen mit der neuen Verordnung, die auch noch Work in Progress ist. Das wissen Sie alle. Und deshalb kann ich aber trotzdem sagen, dass dieser Entwurf schon einen Paradigmenwechsel ausmacht. 8 von 30 Mitgliedern werden zukünftig die Interessen von Menschen mit Pflegebedarf und pflegenden Angehörigen vertreten. Und vielleicht zur Auswahl der zu den Kriterien, wie kann man diese Plätze jetzt besetzen. Die Auswahlkriterien sind für uns, es muss ein robustes Mandat sein. Also wir brauchen ja auch eine Langfristigkeit und eine Verbindlichkeit auch in der Mitarbeit. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man kleineren Organisationen unterstellt, sie würden das nicht leisten wollen, aber häufig ist es einfach nicht möglich, das zu leisten. Ich glaube, das ist teilweise auch schon deutlich geworden. Es geht um fachliche Expertise und es geht um Kooperationsbereitschaft und Willen zum Austausch, auch mit den anderen Interessensvertretungen und um eine gewisse Höhe eines Organisationsgrads. Mit dem Entwurf sind wir ja dann in den Austausch gegangen mit verschiedenen Akteurinnen in der Berliner Pflegelandschaft. Dazu wird Frau Ludwig gleich auch noch mal im Detail auch nach ihren Fragen was sagen. 19 der eingegangenen Stellungnahmen sind bereits auch weitere Gespräche geführt worden mit Interessensverbänden und Selbsthilfeorganisationen. Und ich sage ganz klar, das gibt uns nochmal wirklich auch wichtige Impulse. Auch diese Anhörung für mich heute war es nochmal ganz deutlich nochmal wahrzunehmen. Und dem müssen wir auch gerecht werden, dass diese Pflege der Angehörigen ja eine ist, die in der Dauer nicht nur was den Tag betrifft, der 24 Stunden hat, sondern auch
auch über viele Jahre etwas ist, was sich so ja selten woanders abbildet. Und auch dem muss man gerecht werden. Dann war ich sehr dankbar, dass auch die Frage der Young Carers noch mal hier deutlich stark gemacht wurde. Auch das ist was, was wir in den Blick nehmen mussten, in den Blick nehmen wollen. Und der Aspekt der Wunsch nach einer aufsuchenden Beratungsarbeit und Begleitung. Und ich glaube, das muss noch deutlich anders einhergehen als bei den Hausbesuchen. Die präventiven Hausbesuche sind ja eher ein so niederschwelliges Angebot, um überhaupt mal ins Gespräch zu kommen und dann Wege zu bahnen. Ich denke, der Bedarf, der hier geäußert wurde, so habe ich es verstanden, ist noch deutlich spezifischer und muss noch besser ausgearbeitet werden. Vielleicht ein Punkt, den wir auch mit Blick auf die Entwicklung der Kontaktstellen in den Blick nehmen müssen. Aber jetzt würde ich bitten, dass Frau Ludwig vielleicht auch noch die ganz konkreten Fragen zum Sachstand, Zeitplan und so weiter und was noch offen ist, beantwortet. Sehr gerne. Bitte schön, Frau Ludwig. Vielleicht schaffen wir es so in ungefähr 5, 6, 7 Minuten, weil wenn wir dann noch eine anzuhörende Runde machen, dann müssten wir um 11 nämlich spätestens eine Lüftungspause einlegen. Bitte schön. Das mache ich gern. Ich versuche mich kurz zu fassen und auf alle Fragen, die hier gestellt wurden, auch zu antworten. Vielleicht gleich vorneweg noch mal zum konkreten weiteren Vorgehen. Senatorin hat es gerade schon gesagt, wir werten im Moment die Stellungnahmen aus und arbeiten die Empfehlungen, die uns zugeleitet wurden, in den aktuellen Verordnungsentwurf ein. Wir werden sehr viele Empfehlungen übernehmen. Es waren auch, ich muss es ganz ehrlich gestehen, wenig kritische Anmerkungen, die jetzt grundsätzlich etwas an der Verordnung in Frage gestellt hätten. Und wie die Senatorin auch gerade schon sagte, ist das heute für uns noch mal eine Möglichkeit, das, was die pflegenden Angehörigen und ihre Vertretungen eingebracht haben, noch mit bei der Überarbeitung der Verordnung jetzt auch zu berücksichtigen. Und es werden auch noch weitere Gespräche mit Interessenvertretern pflegender Angehöriger stattfinden, bevor wir eine Entscheidung treffen. Was ich auch noch mal sagen möchte, es wurden viele verschiedene Gruppen von pflegenden Angehörigen mit spezifischen Blickwinkeln aufgeführt. Natürlich können wir die nicht alle in das LPA-Gremium aufnehmen. Es ist deshalb so wichtig, dass sich die Gruppe der pflegenden Angehörigen mit ihren vielfältigen und unterschiedlichen Interessen eben auch in vielleicht anderen Organisationsformen abstimmt und versucht, mit einer Stimme zu sprechen. Wir haben im LPA die Möglichkeit, Arbeitsgruppen, aber auch Sonderveranstaltungen durchzuführen und die Expertise anderer Gruppen noch mit aufzunehmen. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit, Sachverständige hinzuzuziehen. Auf diese Möglichkeit möchte ich auch hier noch mal hinweisen. Das heißt, es ist kein geschlossenes System. Also wir können hier tatsächlich auch Expertise von Personen, die nicht Mitglied im LPA sind, zusätzlich in spezifischen Fragestellungen auch einbinden. Das ist mir noch mal ganz wichtig. Herr Düsterhoff, Sie hatten gefragt, die Seite vom LPA ist völlig veraltet. Das ist unser großes Vorhaben. Das ist auch viel Selbstkritik an der Stelle. Aber wir haben gesagt, wir packen das jetzt nicht an, sondern mit dem Paradigmenwechsel in einer komplett neuen Verordnung, die sich gravierend von der aus 2011 unterscheidet, wollen wir auch den Internetauftritt angehen und wollen den komplett erneuern. Wir sind jetzt natürlich etwas im Verzug mit den Sitzungen. Das liegt daran, dass wir die neue Verordnung brauchen, um letztendlich die Konstituierung des neuen LPA auch einzuberufen. Wir haben im Juni letzte Sitzung gehabt. Im September waren die Wahlen zum neuen Abgeordnetenhaus. Das heißt, in der Zeit war einfach nichts möglich. Und jetzt sind wir in der Befassung mit der neuen Verordnung. Das heißt, da sind viele Prozesse, die dazu geführt haben, warum wir hier etwas im Zeitverzug sind. Unser Ziel ist es, im September, Oktober die erste konstituierende Sitzung des LPA durchzuführen. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Wir müssen noch die Schlusszeichnung und Einleitung des Mitzeichnungsverfahrens angehen. Da gehen wir davon aus, dass das im Juli abgeschlossen werden kann. Dann muss die Vorlage zur Kenntnis ans Abgeordnetenhaus und dann muss die Zuleitung an Senjust VA zur Verkündung der Verordnung. Und wir müssen dann ins Mitgliederbenennungsverfahren der neuen LPA-Mitglieder gehen. Das wird auch noch mal ein bisschen Zeit benötigen, sodass wir trotzdem hoffen, dass wir dann in der Planung der neuen ersten Sitzung im September, Oktober dann starten können. Aber wie gesagt, es ist ein komplett neues Verfahren, was wir jetzt hier aufgesetzt haben. Insofern braucht das etwas Zeit und es soll ja auch gut werden.
Ich hoffe, dass ich jetzt alle Fragen soweit beantwortet habe. Also noch eine war übrig zur Strategie des Senats, was die Situation pflegender Angehöriger angeht. Ich würde das nicht verkürzen auf die KPEn, sondern als Gesamtkonstrukt betrachten. Wir fördern ja schon wahnsinnig viele Strukturen, angefangen von den Brückenbauerinnen über die Pflegestützpunkte, die ausgebaut werden, über die verschiedenen Fachstellen, die wir haben, Pflege in Not, die alltagsunterstützenden Angebote. Also wir versuchen schon viel zu fördern, auch echt unersetzlich wird ja, also die Young Carers werden ja auch zum Teil mit Mitteln des Senats, des Landes gefördert. Wir sind an der Stelle also schon sehr aktiv, aber tatsächlich ist es so, dass wir im Moment in der Planung für eine neue Aufsetzung der Strategie pflegender Angehöriger sind. Dazu gab es ja schon eine Senatsvorlage 2018 und die wird jetzt noch mal komplett überarbeitet und soll auch aktualisiert werden. Wir haben eine neue Stelle bei uns im Haus, die nennt sich Referentin für Partizipation und Bürgerbeteiligung in der Pflege. Das heißt, wir nehmen das Thema auch mit Blick auf die Konstituierung in unserem Haus noch mal auch ernst. Das ist eine Stelle im Rahmen der Landespflegestrukturplanung, weil wir sagen, Landespflegestrukturplanung geht nur, indem wir beachten, was die Menschen, die pflegen und die pflegebedürftig sind, auch brauchen. Und das ist der Ausgangspunkt unserer Überlegungen. Und so werden wir dann auch bei der Neuausrichtung der Strategie verfahren. Okay, herzlichen Dank. Dann würden wir jetzt noch mal eine kleine Anhörungsrunde machen, unser Anzuhörenden. Wäre auch sehr schön, wenn Sie noch, ich weiß, Sie haben ganz, ganz viele Fragen, gerade an Einzelne, aber ein bisschen auf die Zeit achten, weil wir haben hier, wie gesagt, die Vorgabe des Hauses zu einer Lüftungspause. Dann würde ich jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge gerne anfangen und Frau Rick bitten, ganz kurz auf die Fragen einzugehen, die gestellt worden sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für die Fragen. Es wurde gefragt zum einen nach der Repräsentanz von Young Carers im Rahmen des Landespflegeausschusses. Ich habe vorhin ja auch schon mal kurz was dazu gesagt. Bei Young Carers sprechen wir oft auch von Minderjährigen, was es schwierig macht, im Rahmen eines solches Gremiums sich selbst zu vertreten, da die Geschäftsfähigkeit noch nicht da ist. Nichts, was dann noch dazu kommt, zu dem, was Herr Springborn ja auch schon als pflegender Angehöriger, ich sag mal mit leicht vorangeschrittenerem Lebensalter berichtet hat, als es bei Young Carers der Fall ist, dass deren Fokus ja natürlich auch auf was ganz anderem liegt als auf strukturellen Veränderungen von Pflegeprozessen im Land Berlin, was ja auch, wie ich vorhin geschildert habe, einfach der Fokus in der Jugend, im jungen Erwachsenenalter auf sich selber, was ja auch gut und richtig ist. Deswegen sehen wir im Rahmen unseres Projekts die Selbstvertretung von Young Carers schwierig im Rahmen des Landespflegeausschusses, aber zum Beispiel mit der Möglichkeit, Sachverständige anzuhören, dann mit unserem Projekt, mit Mitarbeitenden aus dem Projekt. Wir haben auch im Rahmen des Projektes echt unersetzlichen Beirat von Young Carers bzw. ehemaligen Young Carers, die auch unser Projekt und unsere Projektarbeit begleiten, von denen wir eben auch die Informationen und die Sorgen und Nöte sozusagen aus erster Hand bekommen, neben der Beratungsarbeit, die wir leisten. Das wäre was, was wir als Projekt echt unersetzlich da auf jeden Fall mit einbringen können. Wir haben uns auch mit dem Projekt echt unersetzlich, Pflege in Not, waren angefragt, auch die Fachstelle für pflegende Angehörige, die auch beim Träger, dem Diakonischen Werk, mit angegliedert ist und wurden um Stellungnahme gebeten. Die haben wir auch abgegeben, also wir haben uns an dem Verfahren beteiligt mit unserem Träger, den Pflegeprojekten, die unter dem Dach unseres Trägers sind, begrüßen auch die prinzipielle Neuausrichtung auf jeden Fall. Und wenn jetzt noch an ein paar Stellen nachgeschärft wird, umso besser. Es war ein Punkt auch angesprochen, wie denn die Zusammenarbeit mit Schulen ist, weil ja gerade Young Carers, die Schule ist der Ort, wo sie alle sind. Statistisch gesehen 1 bis 2 Young Carer pro Schulklasse. Das ist eine nicht unerhebliche Anzahl. Also so eine Lehrkraft hat über den Tag 10 Young Carer vor sich, plus minus. Aber Lehrkräfte wissen in aller Regel nichts von Young Carern. Denen ist die Zielgruppe, die Problematik überhaupt nicht bekannt. Und deswegen sind wir mit unserem Projekt auch gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Pflege schon in Kontakt mit der Bildungsverwaltung. Das
Genau, gestaltet sich ein bisschen länger, als wir uns das erhofft hätten, dieser Prozess. Er ist jetzt gerade wieder dabei, Fahrt aufzunehmen. Und wir hoffen, dass wir da über die Schulen auch wirklich besser an die Zielgruppe herankommen, weil es sehr schwierig ist, Young Carer anzusprechen. Wie gesagt, wenn wir groß plakatieren würden, Young Carers pflegende junge Angehörige, meldet euch bei uns, die würden sich nicht angesprochen fühlen. Da kann man sich die Plakatfläche schenken. So. Der letzte Punkt mit den pflegenden An- und Zugehörigen, genau das ist auch diese Diversität ein Punkt bei Young Carern. Oft ist es eben, sind es Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene aus der Familie, die ihre Geschwisterkinder, ihre Eltern, ihre Großeltern pflegen und versorgen. Aber das ist natürlich auch eine ganz unterschiedliche Zusammensetzung, wer da wen pflegt und wer alles sonst noch mit involviert ist. Also da auch wirklich den Blick weit zu fassen, wissen wir auch, unsere Beratungsarbeit bei Pflege in Not ist nicht nur auf die pflegende Tochter zu beziehen oder die pflegende Partnerin, den pflegenden Partner, ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, weil gerade im Land Berlin mit den Ein-Personen-Haushalten im höheren Lebensalter ist einfach die Gruppe der pflegenden An- und Zugehörigen sehr heterogen. Soweit. Okay, ganz herzlichen Dank. Dann Frau Chemnitz, bitteschön. Hier waren ja auch mehrere Fragen. Ich greife nur zwei raus vielleicht. Ich sage gerne noch mal was zum Verein Wir Pflegen. Wir sind eine wirkliche Selbstorganisation. Also bei uns kann man nicht in den Vorstand kommen, wenn man nicht selber pflegende Person gewesen ist, beziehungsweise noch immer ist. Also ich war bis Jahresende auch berufstätig, bin jetzt Rentnerin, hatte in der Zeit der Berufstätigkeit ehrlich gesagt auch keine Zeit, mich großartig zu engagieren, außer über digitale Formate, habe aber jetzt eben mehr Zeit und kann demzufolge auch was draus machen. Der zweite Punkt, wir haben 4 Landesverbände inzwischen. Ein 5. ist, glaube ich, gerade im Entstehen. Und wir haben einen Bundesverband, der, so viel ich weiß, aus Mitteln der AOK gefördert wird. Wir sind nicht so viele Leute, aber wir sind kompetent. Also, und ich will einfach noch mal darauf aufmerksam machen, dass es nicht um die Zahlen geht. Ja? Wenn man sich anschaut, was andere Sozialverbände zum Thema häusliche Pflege und pflegende Angehörige, Zugehörige und Ehrenamtliche zu sagen haben, da sind wir wesentlich umfangreicher. Ich will nur einfach ein paar Sachen nennen. Also es gibt ein umfangreiches Positionspapier von Wir Pflegen zur Bundestagswahl 2021, das vielfach aufgegriffen worden ist in Debatten. Also nicht nur, weil es so schön geschrieben ist, sondern weil wir wirklich die besondere Perspektive einbringen, von der ich gesprochen habe. Wir haben jetzt aktualisiert in Auswertung der Corona-Pandemie 2 Papiere gebracht. Das eine heißt Mehr Pflegewagen, betrifft also auch die Bundesebene. Und wir haben ein Positionspapier entwickelt, der pflegenden Eltern, also Eltern, die Schwerbehinderte oder im Laufe der Kindheit zu pflegende Kinder betreuen. Also Menschen, die aus dieser Pflegesituation eigentlich bis niemals wieder rauskommen. 3. Punkt. Wir haben inzwischen auch ein Vernetzungspotenzial, was man so einer kleinen Truppe von Verrückten wahrscheinlich gar nicht zutraut. Also wir haben ein Mandat im Beirat zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Wir arbeiten im Bündnis, im Berliner Bündnis Gewalt, gegen Gewalt in der Pflege mit. Wir vernetzen uns mit anderen Initiativen und nutzen dafür inzwischen digitale Formate. Also es gibt regelmäßige digitale Cafés, in denen sich die Mitglieder auch über die einzelnen Landesgrenzen hinaus mit Sachthemen beschäftigen, aus denen dann unsere Positionspapiere entstehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir können gerade in der häuslichen Pflege, gerade weil es so viele individuelle Fälle gibt, nicht mit Tonnenideologie argumentieren, wenn es um die Möglichkeiten und Erfordernisse von Beteiligung geht. Letzter Punkt.
wir sind überhaupt keine, also es geht nicht darum, die Sozialverbände irgendwie rauszunehmen aus der Debatte. Die haben ein ganz anderes Fund. Ja? Die können mit ihren Verbandsmitteln und wissenschaftlicher Expertise Positionen entwickeln. Wir können Positionen entwickeln mit unserer Alltagserfahrung und mit der Komplexität dessen, was wir erleben. Wir erleben nämlich sowohl die Bürokratie als auch die fehlenden Angebote, als auch den Sinn oder Unsinn von nicht stattfindender Pflegeberatung, als auch das, was uns finanziell immer mehr Sorgen macht, dass wir eigentlich immer mehr Lückenbüßer werden für nicht gelöste Fragen in der Pflegepolitik. Und es geht, wenn die pflegenden Angehörigen im Landespflegeausschuss sitzen, darum, dass die Perspektive von unten nach oben gedacht wird und nicht immer nur von oben nach unten. Letzter Punkt. Dann höre ich wirklich auf. Wir sind übrigens 400 Mitglieder auf Bundesebene. 400. So. Die entscheidende Frage ist doch aber, dass der Landespflegeausschuss sozusagen Strategie in Berlin macht. Denke ich mal. Strukturplanung, Bedarfsplanung, Bedarfseinschätzung. Und ich finde, da gehören wirklich alle Gruppen hin. Und die Frage ist berechtigt, wie kann man jetzt die pflegenden Angehörigen koordinieren oder wie kann man eine Repräsentanz sichern? Darüber muss man sicherlich diskutieren. Vielleicht macht einer der Vereine oder der VDK oder wir oder wer auch immer ein Angebot, um da mal so eine Art Beirat zu bilden, der über diese Frage diskutiert. Weil es ist schon wichtig, die Pflegesituationen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und wir kommen aber aus dieser Schwierigkeit nicht heraus, wenn jeder jetzt seine spezielle Perspektive alleine einbringt, sondern wir müssen einen Modus Vivendi finden, der sozusagen für die häusliche Pflegesituation im familiären Bereich sprechen kann und dafür alle Ressourcen nutzen, die eigentlich schon da sind. Es sind ja ganz viele Ressourcen da. Die kennen sich nur untereinander nicht, die machen nichts miteinander, die... Jeder kämpft für sich allein und jeder bleibt für sich allein, damit ohne Wirkung. Und davon müssen wir weg. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Chemnitz. Musste ein bisschen auf die Uhr schauen, damit wir die anderen beiden Anzuhörenden noch hören können. Herzlichen Dank. Dann würde ich jetzt Frau Kecks bitten um ihr Statement. Da waren noch ein, zwei Fragen, glaube ich. Ja, genau. Und zwar zu der Frage, wie viele individuelle Schulungen es gab 1335 Schulungen, wo 1462 pflegende An- und Zugehörige erreicht wurden seit 2016. Spezialisierte Angebote gibt es insgesamt 8, welche ich jetzt nicht unbedingt alle aufführe, aber es gibt individuelle Schulungen zum Thema Abschied nehmen, Schluckstörungen, gezielte Angebote für Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit den Traglingen und auch Kurse für Eltern, wo wir bisher 97 Schulungen durchgeführt haben und 900 Teilnehmer erreicht haben. Zu der dritten Frage, welche präventiven Angebote es gibt. Es gibt die Möglichkeit einer stationären Vorsorge, diese wahrzunehmen zusammen mit den Pflegebedürftigen. Das ist in einem speziellen Projekt bei uns organisiert und für Interessierte zugänglich. Zu der vierten Frage, wie viele, beziehungsweise zu den verschiedenen Zielgruppen, kann ich Ihnen sagen, dass wir 122 Teilnehmer von Eltern in 16 Kursen für pflegende Eltern erreicht haben und bei den Geschwisterkindern, also bei den Young Carriers zwischen 5 und 12 Jahren, waren das jetzt in 3 Kursen 44 Teilnehmer. Und auch dort denken wir weiter, dass wir für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren ein neues Angebot auch schaffen. Online-Kurse, welche wir auch ausgeben, haben wir bisher 1500 Online-Kurse ausgegeben von der AOK Pflegeakademie an pflegende Angehörige, unabhängig von ihrer Kasse. Soweit dazu. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Und Herr Springborn, dann haben Sie das Wort noch. Ich glaube, da waren ja auch sehr viele Fragen an Sie. Ja,
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie mir alle wirklich richtig mitgeschrieben habe. Ich werde mal einfach versuchen, auf den einen oder anderen Punkt zu antworten, wo ich denke, dass ich da was zu beitragen kann. Herr Düsterhöft hatte die Frage gestellt nach professioneller Supervision. Ist mir nicht bekannt, dass es sowas generell gibt für pflegende Angehörige. Ich habe die Glück oder bin in der glücklichen Lage, dass mein Arbeitgeber mir sowas ermöglicht. Aber das ist wirklich ein ausgenommener Einzelfall. Herr Bauschke hatte gefragt wegen Pflegekursen. Soweit ich das weiß, gibt es genug. Es gibt auch genug spezielle Pflegekurse. Das Problem ist nur auf der einen Seite, ich muss wieder mich selber auf die Suche danach begeben, dass ich ein passendes Angebot für mich finde. Ich muss die Zeit finden dafür und ich muss das Geld finden, dass ich in der Zeit Pflege einkaufen kann, um in Ruhe dahin zu gehen. Herr Greff, Sie hatten gefragt, Vergütung, Pflegepersonal. Die Frage war mir jetzt nicht so ganz eindeutig, was Sie da jetzt genau interessiert. Ich kann jetzt der Fairness halber darauf nicht eingehen, weil dann könnten alle Kollegen natürlich auch nochmal nachlegen, aber alles also, gut. Okay, es ist gut. Es ist einfach so, dass das Pflegepersonal jedes Jahr besser bezahlt wird im Prinzip, aber letztendlich die Kosten bei uns hängen bleiben, weil die Pflegekasse einfach nicht mehr rausrückt an der Stelle. Das ist das Problem. Wir haben mit unserem ambulanten Pflegedienst bisher keine großen Probleme. Es kommt sicherlich ab und zu mal dazu, dass ein Dienst ausfällt oder nicht so erfolgt, wie wir es möchten. Aber ich weiß aus Gesprächen im Bekanntenkreis mit anderen pflegenden Angehörigen, dass es im Moment ganz, ganz große Probleme gibt, überhaupt einen Pflegedienst zu finden oder auch nur einen Pflegedienst zu finden, der diese alle 6 Monate notwendige Beratungsbesuch macht, damit die Pflegeleistung weitergezahlt wird. Selbst das ist in vielen Bereichen in Berlin im Moment schwierig, dafür überhaupt noch jemanden zu finden. Das ist ein ganz großes Problem. Wenn es um meine eigene Mitarbeit geht, prinzipiell kann ich mir das sehr gut vorstellen. Es würde mich auch sehr interessieren. Es ist aber schlichtweg eben ein Zeitproblem für mich. Egal in welcher Größenordnung und auch egal in welchem Beteiligungsformat. Ich wüsste im Moment wirklich nicht, wo ich die Zeit für sowas hernehmen soll, es sei denn, mein Arbeitgeber ist so nett und stellt mich dafür frei. Das würde er aber auf Dauer auch nicht tun können, weil meine Arbeit macht ja in der Zeit keiner. Dann war noch die Frage mit Leistungen, die nicht abgerufen werden. Ja, das ist so. Ob es nur Kurzzeitpflege ist oder Verhinderungspflege, Tagespflege, Nachtpflege. Wir nutzen nur die Verhinderungspflege. Alle anderen Dinge sind für uns aufgrund der Behinderung meiner Frau und der Art der Angebote nicht einsetzbar und deswegen verfallen diese Gelder schlichtweg. An der Stelle wäre es wirklich sinnvoll, wenn man diese vielen verschiedenen Leistungen in einen Topf bündeln würde und je nachdem, welches Angebot für den zu Pflegenden sinnvoll und notwendig ist und auch vor Ort überhaupt angeboten wird, dann dafür eingesetzt werden kann. Das wäre echt ein großer Fortschritt und würde vieles vereinfachen. So, dann war die Frage mit der proaktiven Beratung. Das Problem ist eben, ich muss immer irgendwo hin. Ich muss mich auf die Suche machen. Der Verwaltung oder dem Land ist ja genau bekannt, wer hat eine Pflegeeinstufung. Warum kann man nicht anhand dessen genau auf die Leute gezielt zugehen und sagen, liebe Leute, es gibt dieses und jenes Angebot, dazu könnte jemand zu Ihnen nach Hause kommen, möchten Sie das? Nein, es sitzt jemand da und wartet, dass derjenige auf die Idee kommt zu fragen. Ich habe gestern gerade im Bekanntenkreis den Fall gehabt, dass jemand sagt, ich weiß nicht weiter in der Pflege, was mache ich jetzt? Dann sage ich so ganz einfach, Pflegestützpunkt anrufen. Ach, sowas gibt es? Es ist ein ganz, ganz großes Informationsdefizit. Und dadurch, dass ja die Personen bekannt sind, die Adressen sind bekannt, warum kann man die nicht ganz gezielt ansprechen und ganz gezielt die Informationen dahin liefern, wo sie gebraucht wird? Warum muss ich mich halt im Internet, ich kann das machen, wenn Sie einen 80-, 90-Jährigen zu Pflegenden haben, können Sie das nicht mehr erwarten, dass der sich auf, da auf die Suche begibt. Das ist das große Problem. Zu der Frage mit den jungen Pflegenden noch. Ich arbeite bei einem privaten Schulträger. Da stellt sich für mich dann sofort die Frage, sind die Angebote, die es dafür gibt, die Beratungsmöglichkeiten, sind die jedem Schulsozialarbeiter bekannt? Glaube ich nicht. Gibt es dafür innerhalb der Bildungsverwaltung entsprechende Fortbildungsangebote für Vertrauenslehrer? Wäre doch auch mal ein interessanter Ansatz, um an die Kinder ranzukommen, weil über die Schule ist das wirklich am einfachsten. Und
Nach meiner Erfahrung ist in vielen Schulen bekannt, welches Kind sich damit beschäftigt, mit der Pflege von Angehörigen. Darüber kann man, denke ich, durchaus nachdenken und da ist noch ganz viel Luft nach oben. Soweit von meiner Seite erstmal. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich auch bei Ihnen. Vielen Dank, dass Sie auch so lange ausgeharrt haben und sich die Zeit genommen haben, auch an Ihren Arbeitgeber da und Ihnen allen für die, glaube ich, sehr eindrücklichen Beiträge zu dem Tagesordnungspunkt. Jetzt frage ich nur noch mal, gibt es... Ach so, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder vergessen, es heute nicht irgendwie mein Tag, Frau Buchholz-Korb. Bitte schön, ja, Sie haben völlig recht. Jetzt mit Blick auf die Uhr, ich war schon, ja, bitteschön. Vielen Dank für das Wort, Herr Vorsitzender. Ich versuche mich auch recht kurz zu fassen. Ich weiß, die Zeit ist sehr fortgeschritten. Zunächst erstmal zu der Frage der Beteiligung. Wie können pflegende Angehörige über SELKO im LPA beteiligt werden? Es ist ja so, SELKO ist der Verein zur Förderung von Selbsthilfe-Kontaktstellen und der Dachverband der Kontaktstellen Pflegeengagement. Wir vertreten die fachlichen Anliegen und Interessen des Bereichs der professionellen Engagementförderung und der Selbsthilfeunterstützung in Berlin. Die Kontaktstellen Pflegeengagement haben den Schwerpunkt der Unterstützung des pflegeflankierenden Ehrenamts und der Selbsthilfe rund um die häusliche Pflege. Und das KPU, das Kompetenzzentrum Pflegeunterstützung, begleitet diese. Ich möchte deutlich machen, dass es durchaus verschiedene Formate gibt. Für uns sind verschiedene Formate denkbar, als SELKO den Anliegen der pflegenden Angehörigen Gehör zu verschaffen. Die Kompetenz, die Kontaktstellen Pflegeengagement sind, wie schon ausgeführt, in den Bezirken nah dran an den Pflegenden. Sie sind die Kristallisationsorte für pflegende Angehörige und die Mitarbeitenden dort informieren gerade zu Beginn oder im Vorfeld oder eben auch bei eingetretener Pflegesituation sehr eindringlich in individuellen Gesprächen über die Möglichkeiten der Entlastung im Rahmen der Pflege-Selbsthilfe. Es ist natürlich so, das ist deutlich geworden, auch gerade in Ihren Beiträgen, Herr Springborn und Frau Chemnitz, die extreme Alltagsbelastung im Pflegealltag. Sie haben die genauen Themen benannt, mit denen pflegende Angehörige in der Häuslichkeit zu kämpfen haben. Und den Kontaktstellen Pflegeengagement geht es in der Regel darum, immer einen guten Weg zwischen Entlastung und Stärkung der Interessen pflegender Angehöriger zu wählen und Wege zu ebnen, dass die Interessen der Pflegenden gut gehört werden können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Für uns sind da verschiedene Formate denkbar. Entweder kann SELKO e.V. in Vertretung durch Kontaktstellen Pflegeengagement im LPA könnte vertreten sein oder auch das KPU oder eben entsprechende engagierte pflegenden Angehörigen würden wir gerne den Weg dahin ebnen wollen. Herr Düsterhöft, Sie hatten nachgefragt zum Thema professionelle Supervision für pflegende Angehörige. Da kann ich nur das bestätigen, was Herr Ringborn auch schon ausgeführt hat. So etwas gibt es in breiter Fläche nicht. Bei den Kontaktstellen Pflegeengagement kann ich an dem Punkt nur hervorheben, Sie begleiten die Gruppen der Angehörigen in ihrer Arbeit und stehen für Gruppenkonflikte respektive schwierige Situationen auch pflegender Angehöriger zur Verfügung, können da Informationen weitergeben, respektive auch vermitteln an weitere Einrichtungen zur Beratung und Entlastung in der Stadt, Pflege in Not zum Beispiel oder andere. Wir haben ja ein sehr breit aufgestelltes Unterstützungssystem hier in Berlin. Die nächste Frage betraf noch die digitalen Fähigkeiten. Da stellen wir fest in den letzten 2 Jahren, es ist unheimlich wichtig, dass gerade pflegende Angehörige, auch die älteren Jahrgänge, gut befähigt werden im Erwerb von digitalen Fähigkeiten. Und uns wurde deutlich in den Angeboten der Veranstaltung zum Beispiel, dass es ganz wichtig ist, dort persönlich und individuell die Menschen, die Pflegenden auch zu beraten in der Nutzung von digitalen Techniken und der Anleitung und Nutzung von Online-Medien für Gruppentreffen und Kontaktaufnahmen. Es wurde viel gesagt, es gibt viel Unterstützung, es gibt aber zu wenig Information, die tatsächlich an die Betroffenen, an die pflegenden Angehörigen rankommt. Das stellen wir jahrelang in unserer Arbeit fest. Es braucht eine gute Information und Öffentlichkeitsarbeit und wir erreichen noch längst nicht so viele Angehörige, wie es notwendig wäre. Da denke ich, sind auch die bestehenden Strukturen gut nutzbar, wenn man überlegt, wo pflegende Angehörige überhaupt auftauchen, wenn es die Pflegesituation, wenn die
Pflegesituation beginnt, zum Beispiel in ärztlichen Behandlungszusammenhängen, in Krankenhäusern, respektive die Sozialdienste wurden schon angesprochen, Apotheken, Sanitätshäuser, all das, denke ich, sind auch Einrichtungen, die zur Information und Öffentlichkeitsarbeit über die Entlastungs- und Unterstützungsangebote für pflegende Angebote informieren können. Ja, soweit von mir. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Fragen in der Kürze der Zeit vergessen zu beantworten. Ganz herzlichen Dank auch an Sie nochmal. Bitte um Nachsicht. Dann an alle Anzuhörenden nochmal ganz herzlichen Dank. Ich hoffe in der Tat, das hat Herr Kollege Düsterhoff auch gesagt, dass das über das heutige Thema hinaus, nämlich Landespflegebeirat, sich auch Veränderungen ergeben. Ich glaube, das ein oder andere, was zu Recht angesprochen wurde, Herr Springborn hat es, glaube ich, nochmal auf den Punkt gebracht, ist Sache des Bundes bzw. da der Selbstverwaltung. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass es eine Pflegereform gibt, die all die Dinge die und mehr, die Sie auch angesprochen haben, berücksichtigt, weil wir stehen da vor einem wirklich, wie ich immer sage, ICE mit 250 Stundenkilometer, der auf eine Mauer zufährt. Und ich habe so den Eindruck, keiner tut was. Es ist die größte Herausforderung in diesem Land, glaube ich jedenfalls. Und ich hoffe sehr, dass da etwas passiert. Herzlichen Dank. Wir vertagen dann den Tagesordnungspunkt, bis das Wortprotokoll vorliegt. Und ich würde jetzt eine Lüftungspause ansetzen bis 20 nach. Also um 11.20 Uhr würden wir uns hier treffen und dann ganz konzentriert weiterarbeiten. Vielen Dank. Die Senatorin ist noch nicht draußen. Dann würden wir versuchen, uns mal wieder einzuschalten. Und in der Tat würde ich vielleicht auch noch mal für unsere Anzuhörenden mich noch mal herzlich bedanken, falls Sie es nicht mitbekommen haben. Sie können gerne dem Livestream folgen. Wir würden aber jetzt in einen anderen Tagesordnungspunkt eintreten, weil der Tagesordnungspunkt sozusagen geschlossen ist. Also wie gesagt, gerne dem Livestream auf der Internetseite des Abgeordnetenhauses zu folgen, wenn Sie weiter folgen möchten. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5 und das ist vertagt worden, 4a, so rum. Und 4a ist jetzt, Besprechung gemäß § 21.3, Stärkung der Kurzzeitpflege, aktueller Stand und Ausblick auf Antrag der Fraktion SPD, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke. Und da frage ich mal ganz kurz, ob es irgendwie Begründung des Besprechungsbedarfs gibt. Herr Düsterhoff. Ja, in Anbetracht der Zeit kurz und bündig. Also es ist ja tatsächlich, wie im Antrag von der FDP auch beschrieben, das Ziel der Koalition, dass wir bis Ende diesen Jahres einen Plan entwickeln, wie die Kurzzeitpflege in Berlin nachhaltig gestärkt werden kann. Wir haben ja dort ein gewisses Gap zwischen Nachfrage und Angebot. Und deswegen ist es uns ein großes Anliegen, heute über den aktuellen Stand der Bemühungen zur Erarbeitung eines solchen Konzeptes zu sprechen, beziehungsweise welche Bemühungen es ansonsten seitens der Senatsverwaltung gibt, um dieses Thema anzupacken. Denn es gibt ja vermutlich noch ein paar andere Möglichkeiten, außer jetzt einen Plan zu schreiben. So, dann wäre mein Vorschlag, bevor wir zu dem Antrag kommen, dass wir erstmal die Senatsverwaltung hören. Ja, bitte schön, Frau Senatorin. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, in der Tat, das ist uns ja auch ein ganz wichtiges Anliegen. Und wir brauchen ja auch mehr Kurzzeitpflegeplätze und wollen die auch noch mal ausbauen. Die aktuelle Kapazität ist eben nicht bedarfsdeckend. Das ist völlig richtig so beschrieben. Und wir müssen jetzt noch mal gucken, ob die Maßnahmen, die wir schon ergriffen haben, ob die jetzt langsam anfangen zu greifen und was wir darüber hinaus konkret machen können. Aktuell gibt es in Berlin 288 Plätze in 16 Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Das war schon mal deutlich besser, nämlich 2011 waren das noch 30 Einrichtungen. Ich glaube, an die 500 Plätze waren es damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und der Hauptgrund ist für den Rückgang ist die Wirtschaftlichkeit. Was jetzt auch in den letzten zwei Jahren noch dazu kam, ist tatsächlich auch an dem Punkt Corona, weshalb wir da jetzt im Moment auch nicht wirklich einschätzen können, ob das, was 2020
2020 ja umgesetzt und verbessert wurde, greift. Also da müssen wir jetzt auch mal gucken, ob man da noch mal in so einen normalen Betrieb auch kommt. Also zusammen mit den Pflegekassenverbänden und den Verbänden der Leistungsanbieter wurden 2020 die Rahmenbedingungen der Kurzzeitpflege deutlich verbessert. Und die Maßnahmen haben zwar Schließungen verhindern können, weitere Schließungen verhindern können, aber sie haben nicht dazu geführt bisher, dass neue Kapazitäten aufgebaut werden konnten. Wir werden bis zum 31.12., das haben Sie gesagt, einen Plan zum Ausbau der solitären Kurzzeitpflege noch erarbeiten. Und zentrales Element muss tatsächlich schon die Wirtschaftlichkeit sein der Kurzzeitpflege. Und deshalb werden wir da auch die bessere Vergütung der Kurzzeitpflege mit in den Blickpunkt oder in den Fokus nehmen. Wir müssen aber auch hier noch ein Stück weit auf den Bund warten. Wir warten auf die Empfehlungen des Bundes für eine wirtschaftlich tragfähige Vergütung, und das erhoffen wir, dass das im Sommer jetzt vorliegt. Und dann können wir auch konkreter die Rahmenverträge für die Kurzzeitpflege überprüfen und nochmal anpassen. Momentan haben wir eine Zusage für eine neue Kurzzeitpflegeeinrichtung. Und Vivantes plant den Aufbau nochmal von mindestens 12 Plätzen in Berlin. Also da gibt es einen kleinen Aufwuchs, der ist aber noch überhaupt nicht zufriedenstellend. Vielleicht nochmal zu Ihrer Erinnerung, was sind 2020 tatsächlich gemacht wurde. Das war die Absenkung der kalkulatorischen Auslastungsquote von 90% auf 80%. Für neu eröffnete Einrichtungen gilt es sogar für 75%. Zuschlag in Höhe von 1%, welcher Risiken abdecken und zur Steigerung der Attraktivität beitragen soll, sowie der pauschale Zuschlag in Höhe von 2,45 Euro auf die Betriebskosten, um der besonderen administrativen Belastung durch viele Aufnahmen und Entlassungen gerecht zu werden. Also das waren auch alles Maßnahmen, die in die Richtung Wirtschaftlichkeit gehen, aber die offensichtlich noch nicht ausreichen. Jetzt schaue ich mal, möchten Sie ergänzen was? Oder war das das? Dann warten wir auf weitere Nachfragen. Danke. Okay, vielen Dank. Dann habe ich Herrn Zander, bitteschön. Ja, vielen Dank. Eine Frage zu den Einrichtungen, die sozusagen vom Markt verschwunden sind. Kann man da irgendwie ein System entdecken? Betrifft es kleinere oder sind da mal größere, die auf dem Markt sind, die sich vielleicht insgesamt deshalb zurückgezogen haben? Kann man daraus irgendwas ableiten, was das Problem bei der Wirtschaftlichkeit gewesen sein könnte? Und das Zweite ist, wenn es jetzt fast hier nur noch irgendwie 60% der Plätze sind von damals, wie sieht das aus mit der Auslastung, mit der Wartezeit? Wie schwer ist es, dort so einen Platz zu ergattern? Ist es auch vielleicht sogar in Berlin regional unterschiedlich, wo man sagt, da ist es höher mit der Nachfrage, bei den anderen geht es immer noch, obwohl Berlin nur eine Stadt ist, sieht man ja doch manchmal so regionale Unterschiede. Wenn ich sehe jetzt, doch, Entschuldigung, wir haben noch eine, ja, genau, nee, alles gut, dann, bisher war es die einzige Meldung, jetzt hat Herr Schulze sich noch gemeldet, doch, dann würden wir erstmal die Fragen sammeln, glaube ich. So, bitteschön, Herr Kollege Schulze. Schönen Dank, Herr Vorsitzender, ich hätte bloß eine Frage, wir sehen ja, dass sozusagen eine Steuerung, die quasi auf dem freien Marktgeschehen basiert, hier ein Problem macht und das nicht einfach von sich aus sich Anbieter finden, weil es möglicherweise ein Geschäft ist, was mit Unsicherheiten belastet ist und auch mit Fachkräftemangel, Raumproblemen und Ähnlichem. Meine Frage wäre, inwieweit denn die öffentlichen Häuser, also insbesondere Vivantes an der Stelle, die Möglichkeiten hätte, dort einzusteigen und die notwendigen Kapazitäten mitzuschaffen. Da haben wir ja als öffentliche Hand deutlich größere Einwirkungsmöglichkeiten und könnten natürlich auch bei der Frage Fachkräfte und Räume bzw. Liegenschaften mehr tun. Dann haben wir Herrn Düsterhoff. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also erstmal finde ich es sehr gut, dass 2020 es ja da schon Änderungen gab, denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Spielregeln für alle Betreiber, ob nun staatlich, freie Trägerschaft, gemeinnützig oder kommerzielles Unternehmen, dass die Rahmenbedingungen einfach stimmen müssen. Denn auch Vivantes, auch ein staatlicher Träger muss rechnen und am Ende des Tages muss sich eine Kurzzeitpflege muss mit einer schwarzen Null abschließen können. Ansonsten betreibt keiner solch eine Einrichtung. Das ist ja das große Problem. So, deswegen ist halt wirklich die Frage, ob jetzt die neuen Rahmenbedingungen
ausreichen? Und tatsächlich, glaube ich, muss man da noch dieses Jahr abwarten, beziehungsweise das Marktgeschehen da ganz genau beobachten, ob es da eine Entwicklung gibt, auch seitens beispielsweise AWO, Volkssolidarität, also wirklich gemeinnützige Verbände, die sagen, wir steigen da jetzt wieder in diesen Bereich ein, weil wir da unsere Verpflichtung sehen. Denn ich glaube schon, dass es ganz, ganz viele Träger gibt, die sagen, wir sehen dort eigentlich eine Verpflichtung für uns, aktiv zu werden. Deswegen auch nochmal die Frage, ob auch die Eingebetteten, also die in stationäre Einrichtungen eingebetteten Kurzzeitpflegeplätze auch eine große Rolle spielen werden, beziehungsweise ob es da auch schon entsprechende Gespräche gab mit allen Betreibern, dort Angebote zu schaffen. Denn viele Häuser sind ja gar nicht ausgelastet aufgrund des Personalmangels. Und ob das eine Option wäre, dort nochmal einen gewissen Spielraum, den es vielleicht auch im Personal gibt, zu nutzen für ein, zwei wenige Kurzzeitpflegeplätze in jedem Haus. Vielen Dank, Herr Handel. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich habe nur eine kurze Nachfrage. Mit welchen Wartezeiten müssen denn Berliner im Moment rechnen für einen Kurzzeitplatz? Und das Zweite ist die Debatte, die jetzt angeregt worden ist, vom Bundespräsidenten nach einem möglicherweise Dienstjahr, ist das vielleicht damit verbunden, da im gesamten Thema auch Pflege dann auch zu helfen? Ist das möglicherweise ein Grund, dass diese Debatte jetzt kommt? Vielen Dank. Danke sehr. Und Herr Kollege Bauschke. Ich würde mir ja hoffen, wenn ich gepflegt werden würde, dass es in der Regel durch Fachkräfte und nicht irgendwelche Leute passieren muss, die man zu einem Dienstjahr verpflichtet, weil auch die müssen angeleitet werden. Ich hätte aber zwei kurze Fragen. Einmal nochmal zu dem Thema Rahmenbedingungen. Mir ist klar, es ist jetzt sozusagen erst der Fall, dass wir jetzt sozusagen erst herangehen, den gesamten Plan nochmal aufzuarbeiten, das Zahlenmaterial zu erarbeiten. Hier ist mir aber insbesondere nochmal die finanzielle Sicht eine Frage, also mit welchen finanziellen Mehrbelastungen, welchen Investitionsbedarf man sieht und die Frage nach dem Thema Spezialisierung. Kurzzeitpflege, wir haben es ja vor allem bei der Woche der pflegenden Angehörigen auch mitbekommen oder auch jetzt in der Anhörung wieder gehabt, dass allein schon durch die unterschiedlichen Anforderungen der zu Pflegenden natürlich auch bei der Kurzzeitpflege noch mal eine größere Individualisierung erfolgen müsste. Wie sieht denn da die Strategie aus? So, jetzt aber die Senatorin, bitteschön. Dann fange ich mal an und gebe dann ans Haus weiter, wobei ich nicht weiß, ob wir jetzt die Zahlen parat haben. Da können wir gegebenenfalls auch nachliefern, wenn wir die überhaupt haben. Vielleicht noch mal grundsätzlich, das Letzte war noch mal wichtig. Die Kurzzeitpflege ist ja wirklich auch ein herausforderndes Feld, ja, für die Pflege. Es geht ja gerade darum, dort auch die Menschen wieder aus der Pflege rauszubringen. Ja, insofern ist es der Hinweis auf Fachkräfte und tatsächlich auch eine besondere Qualifikation da sicherlich auch richtig. Das wird man tatsächlich, ich glaube, ich verspreche mir da keine große Entlastung von einem Dienst. Also ganz sicher nicht an dem Punkt. Dann ist es ja so, dass aufgrund der, also die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind das A und O. Deshalb müssen wir wirklich auch gucken, wo der Bund da nochmal auch den Rahmen setzt. Wie gesagt, wir hoffen, warten darauf. Sommer wäre ja Juli oder August. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon neuere Termine gibt. Also ich kenne keine, aber das ist das, worauf wir da warten. Und dann wurde, weil man das gesehen hat, dass es ja eventuell dann eine Übergangslösung geben muss oder andere Möglichkeiten, Stichwort stationäre Unterbringung. Die Möglichkeit gibt es ja mit der Übergangspflege im Krankenhaus. Soweit ich weiß, machen die Häuser davon aber nicht besonders begeistert Gebrauch, sage ich jetzt mal, also oder in größerem Umfang. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen, wenn wir dazu überhaupt Zahlen haben. Also es ist jedenfalls nicht die Lösung des Problems geworden, was vielleicht angedacht war. Und eine letzte Bemerkung von mir, da würde ich mich auch Herrn Düsterhöft anschließen. Selbstverständlich kann Vivantes oder können gerade auch Vivantes da auch aktiv werden. Machen sie ja auch. Also ich habe ja gesagt, die haben was in Planung. Aber ich möchte auch nicht, dass wir
jetzt die öffentlichen Häuser den unwirtschaftlichen Teil übernehmen, insbesondere nicht Vivantes. Also gerade Vivantes muss ja gucken, dass sie auch wirtschaftlich arbeiten. Und es wäre auch da falsch, glaube ich, zu unterscheiden. Also da hätte ich ganz gerne auch tatsächlich alle mit im Boot, alle Träger und die Trägerpluralität auch bei diesem Thema. Also ich glaube, das wäre jetzt nicht die richtige Strategie zu sagen, was nicht wirtschaftlich ist, müssen wir dann in eigener Verantwortung, müssen wir insgesamt gucken, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich für alle dann verbessern. Ja, ich fange vielleicht mal von hinten an und ich hoffe, dass ich mir auch alle Fragen notiert habe. Sie hatten das Thema angesprochen, es ging um die Plätze in stationären Pflegeeinrichtungen, die sogenannten eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze. Wir wissen, dass die Einrichtungen grundsätzlich kein großes Interesse an solchen Plätzen haben, weil sie natürlich eine dauerhafte Auslastung ihrer Einrichtung anstreben und keine vorübergehende, die natürlich auch wieder mit einem, genau wie die Kurzzeitpflegeeinrichtung, mit erheblichem Koordinierungsaufwand verbunden ist. Entlassung, Einzug und alles wieder vorbereiten. Also grundsätzlich ist das Interesse nicht da und häufig haben wir eigentlich mehr eingestreute Plätze vielleicht auf dem Papier, als sie in Wirklichkeit tatsächlich vorhanden sind. Das ist auch bundesweit tatsächlich so ein Faktum. Nochmal zur Frage der Kurzzeitpflegeplätze. Also die Kurzzeitpflege kann nicht einfach in ihrem Anspruch umgesetzt werden, rehabilitativ zu wirken. Das ist eigentlich die Idee von Kurzzeitpflege. Dafür braucht man ein bestimmtes Zeitbudget, dafür braucht man speziell ausgebildete Personen. Das ist keine Pflege, keine Entlastungspflege oder standardisierte Pflege, sondern hier geht es ja letztendlich auch wieder darum, Menschen für die Häuslichkeit fit zu machen. Das ist das eigentliche Ziel der Kurzzeitpflege. Und insofern ist das nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, warum wir auch an solitären Plätzen in Berlin festhalten. Und Berlin ist hier wirklich auch bundesweit sehr weit vorn, was das angeht. Viele Länder sind inzwischen aufgrund der wirtschaftlichen Problematik von Kurzzeitpflegeeinrichtungen dazu übergegangen, eben eingestreute Plätze zu stärken. Also wir versuchen weiterhin, das Thema solitäre Plätze auszubauen und daran festzuhalten. Zu den sehr spezifischen Fragestellungen, was die Dauer oder die Wartezeit auf einen Kurzzeitpflegeplatz angeht, kann ich im Moment keine Aussage treffen. Die Kollegin, die heute hier das gerne vorgetragen hätte, ist verhindert. Also ich kann allerdings sagen, dass die Auslastungsquote derzeit bei 80% liegt und bei Neueinrichtungen bei 75%, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass sich das Angebot auch erst dann rumsprechen muss, bekannt gemacht werden muss in den Beratungsstellen. Insofern hat man da erstmal eine Auslastungsquote von 75%. Was die Frage angeht, warum die Einrichtungen zugemacht haben, die Frage kam, glaube ich, von Herrn Zander. Das hat Frau Senatorin vorhin ja schon gesagt, das sind die bekannten Probleme, die eben in der Wirtschaftlichkeit liegen, weil die Kurzzeitpflegeeinrichtungen eben die Besonderheit haben, dass sie ihre Auslastung schlecht planen können, weil sie eben Abgänge zu Neuzugänge haben, besondere Anforderungen an die Versorgung, also und das wirtschaftlich zu stemmen. Aber genau daran sind wir ja seit 2020 jetzt auch schon dran, eben auch Maßnahmen zu entwickeln. Und sobald die GKV-Empfehlung vorliegt, werden die Gespräche mit den Kassen, Leistungserbringern und unserem Haus wieder aufgegriffen. Und dann sollen eben auch hier entsprechende Erfahrungswerte aus den letzten Jahren aufgegriffen werden und einfließen in dieses neue Konzept. Konkreter kann ich an der Stelle nicht werden, aber sollten Sie noch konkreteren Nachfragebedarf dazu haben, liefern wir das gerne nochmal schriftlich nach. Okay, dann hatte sich noch Frau Kollegin Zucker und Herr Zander gemeldet. Ich bitte nur mit Blick auf die Uhr, die wirklich im Blick zu behalten, weil wir sonst die Tagesordnung noch mal ändern müssten. Bitte schön, Frau. Ja, nee, ich würde auch gerne betonen wollen, dass wir das als Fraktion das Festhalten an die solitären Plätze, Kurzzeitplätze sehr begrüßen und sehr unterstützen, denn das sind ja auch die Plätze, die entsprechenden Anforderungen auch an Kurzzeitpflege erfüllen. Wir hatten selbst als Koalitionsfraktion eine Anfrage zur Kurzzeitpflegeplätze gestellt, das war im Februar und die ist auch sehr, sehr informativ und kann ich auch tatsächlich nur empfehlen, mal nachzulesen, bevor man sozusagen immer wieder neue Anfragen stellt. Da gab es ja unter anderem auch diesen Hinweis Hinweise,
wie ist der Stand und wo hapert es und was sind eigentlich wirklich die Knackpunkte, wie die Wirtschaftlichkeit oder die fehlende Wirtschaftlichkeit bei der Kurzzeitpflege. Ich bin auch sehr gespannt auf die Empfehlung der GKV. Die sind ein bisschen spät dran, glaube ich. Und letzter Punkt und eher Frage. Weil auch der Antrag, den wir später noch beraten werden von der FDP, da ist ja auch so ein Hinweis, digitale Angebote, Plattform und das Problem, ich übertreibe hier zugespitzt, das Problem sei eher, dass man das Angebot nicht aufarbeitet, informatorisch so, dass die Menschen drankommen. Ist es wirklich jetzt das Thema Angebote, die wir haben, auch über eine digitale. Ist das Problem, sozusagen die fehlende Form der Angebote zu vermitteln oder ist es eher der Mangel? Oder ist es beides? Und weil ich vermute eher, es ist vor allem der Mangel. Es gibt einfach zu wenig Plätze. Es hat nichts mehr damit zu tun, dass wir sie nicht gut vermitteln können. Erstens und zweitens, ich glaube, es gab dann auch mal einen Versuch vor längerer Zeit, so einen all-digitalen Marktplatz zu machen. Und das ist ja, glaube ich, auch unter anderem daran gescheitert, dass die Einrichtungen nicht so gut mitgemacht haben. Ich hebe das auch noch mal so hervor, weil ich möchte nicht, dass wir uns schon wieder mit Anträgen auf Dinge sozusagen zubewegen, wo wir festgestellt haben, die haben aus dem und dem Gründen nicht funktioniert und dann noch ein Antrag bringt ja auch keinen was. Herr Kollege Zander. Ja, wenn das Ziel auch ist, wieder mehr Platzkapazitäten aufzubauen, erleben wir immer wieder, es ist ja schwierig, so etwas neu aufzubauen. Deshalb die Frage, wissen Sie, was aus diesen Einrichtungen geworden ist, wie sie derzeit genutzt werden, die mal Plätze angeboten haben? Also sind die in dem Bereich da, dass man die teilweise wieder reaktivieren könnte oder wird das Ganze dann schwierig und muss wieder von null anfangen? Dankeschön, dann die Senatorin. Zu der letzten Frage, da haben wir jetzt keine Erkenntnisse. Man könnte spekulieren und überlegen, ob die in die normale stationäre Pflege gegangen sind. Kann vielleicht sein, aber das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Das verfolgen wir auch nicht nach. Was ich vielleicht noch mal eine Bemerkung jetzt, wenn man mal so von oben drauf guckt, warum engagieren wir uns auch dafür? Einmal natürlich, weil das sicherlich für Menschen eine wichtige, richtige Handlungsoption ist, nochmal selbstständig zu werden. Aber wenn man gerade den wirtschaftlichen Aspekt in Augenschein nimmt, dann muss eigentlich auch jeder ein Interesse daran haben, dass es genügend Kurzzeitpflegeplätze gibt, weil die Selbstständigkeit natürlich das Ziel ist, was auch dann letztendlich volkswirtschaftlich Sinn macht. Ja, also insofern ist es richtig. Ich erhoffe mir ein bisschen, weil das so ein anspruchsvolles Feld ist, auch der Pflege, da tatsächlich auch ein Einsatzbereich für akademisierte Pflegekräfte, ja, weil das nochmal eine ganz andere Art des Arbeitens ist. Aber da ist auch noch ein langer Weg hin, weil diese Berufsfelder so noch nicht richtig gut entwickelt sind und auch die, muss noch einiges passieren. Aber perspektivisch könnte ich mir vorstellen, dass das, weil auch eben mit viel Verantwortung, mit viel Kreativität verbundenes Einsatzfeld wirklich auch ein gutes Einsatzfeld sein könnte für akademisierte Pflegekräfte. Und das war die letzte Pflege, das war die Vergangenheit, ob mit Portalen oder Ähnlichem, weiß ich, ob wir dazu. Ja, bitte. Die Frage kam jetzt von Frau Zucker, ob es eher der Mangel an Angeboten ist oder ob es eher die fehlende Informiertheit über Angebote ist. Also die meisten Plätze werden eben tatsächlich durch die Pflegestützpunkte im Bereich der Kurzzeitpflege auch vermittelt. Und die Pflegestützpunkte sind sehr, sehr gut informiert über das, was es an Angeboten in Berlin gibt. Die kennen alle Anbieter von Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflegeplätzen. Das ist nicht unser Problem, es mangelt tatsächlich eher am Angebot. Entschuldigung. Und wir haben tatsächlich ja mit dem Startup-Unternehmen ReCare in der letzten Legislatur den Versuch gestartet, eben tatsächlich so eine Art Matching oder so einen digitalen Marktplatz zu etablieren. Aber das bringt eben nichts, wenn die Einrichtungen ihre Kapazitäten auch nicht melden. Und das ist das Problem. Man kann die Einrichtungen nicht dazu zwingen, ihre Freikapazitäten in Echtzeit eben dann auch immer auf eine solche Plattform zu stellen,
dann bringt ein solches Instrument einfach auch nichts, auch nicht für die Pflegestützpunkte bei der Weitervermittlung von Plätzen. Trotzdem haben wir ja den Hilfelotsen in Berlin weiter ausgebaut, der auch Informationen über solche Angebote bietet, für zum Beispiel eben für die Zielgruppe der pflegebedürftigen Menschen, ihrer Angehörigen. Und es gibt auch diverse andere Netze, wie beispielsweise das Seniorenportal in Berlin, was flankierende Angebote nochmal aufzeigt, nicht nur Pflegeangebote, sondern eben auch andere Kultur, also Angebote für pflegebedürftige Menschen, ihre Angehörigen, die ergänzend wirken können. Und damit haben wir eigentlich in Berlin auch schon ganz gute Angebote. Wollte man tatsächlich so eine Art digitalen Marktplatz nochmal auflegen, dann müsste man sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen und eine völlig neue technische Infrastruktur entwickeln. Dafür haben wir im Moment keine finanziellen Mittel zur Verfügung. Okay, ganz herzlichen Dank. Das Thema wird uns ja auf jeden Fall weiter beschäftigen. Dann haben wir jetzt 10 Minuten, um den Rest sozusagen zu bearbeiten. Den Besprechungspunkt würden Sie abschließen wollen? Ne? Das ist Frage an die Koalitionsfraktion. Oder möchten Sie den mitnehmen in diese Legislatur? Mitnehmen. Okay, alles klar. Dann machen wir das so. Und dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 9.4b, der Antrag der FDP-Fraktion. Jetzt habe ich richtig verstanden, dass Sie nicht zur Abstimmung stellen wollen. Okay, gut, dann ist auch der vertagt. Alles klar. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, dann neu der Tagesordnung. Wir hatten uns vereinbart zu den Drucksachen, dass wir dazu keine Aussprache mehr machen wollten, sondern die Drucksachen dann so abstimmen wollten insgesamt. Das war der Kompromiss, dass wir alle draufnehmen. Dann gehen wir die jetzt auch durch. Der Antrag der AfD-Fraktion, Drucksache 19.0014. Keine kostenpflichtige Bürgertests für Nicht-Geimpfte. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist... Wir können den auch zurückziehen. Dann müssten Sie das bitte im Plenum in der Tat machen. Also jetzt, ja. Hier können Sie es ja nicht machen. Okay. Ja. Wenn wir, dann vertagen wir ihn hier oder wollen wir abstimmen? Herr Hansel, abstimmen oder vertagen? Ja, komm, dann stimmen wir ab. Gut, also wer ist für den Antrag? Das ist die AfD-Fraktion, die Gegenprobe. Das sind alle anderen Fraktionen, Enthaltungen sehe ich nicht. Vielen Dank, damit ist der Antrag abgelehnt. Die Drucksache 19.0016 der FDP-Fraktion mit effektiven Maßnahmen zurück zur Freiheit. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ums Handzeichen. Das ist die FDP-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen und die CDU-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt. Die Drucksache 19.0137 stationären Einzelhandel von der 2G-Regelung befreien. Wer diesem Antrag seine Zustimmung... Nee, den werden wir zurückziehen. Okay. Die 0137. Oh. Ah, okay. Alles gut. Ich habe einen Fehler gemacht, weil dieser Antrag in der Tat noch im Wissenschaftsausschuss ist und deswegen kann er nicht abgestimmt werden, sondern muss insgesamt vertagt werden. Das habe ich übersehen. Also insofern können wir diesen Antrag nicht abstimmen, sondern müssen warten auf den Wissenschaftsausschuss. Dann kommen wir zur Drucksache 19.0132 der AfD-Fraktion. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ums Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion, die Gegenprobe. Das sind alle anderen Fraktionen. Enthaltungen kann es dann nicht geben. Dann Drucksache 19.0047 der AfD-Fraktion. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ums Handzeichen. Die AfD-Fraktion, die Gegenprobe, alle anderen Fraktionen, Enthaltungen sehe ich nicht. Damit ist auch der Antrag abgelehnt. Dann hatten wir in der Tat die Abstimmung über eine Stellungnahme zu den Corona-Verordnungen. Da frage ich jetzt vorsichtig noch mal den Senat, ob es hier irgendwelche möglichen Fragen gibt oder so oder Anmerkungen dazu. Nicht mehr. Okay, dann muss ich selber mal gucken, wo sind denn die Drucksachen? Seite 12 sind die Drucksachennummern. Genau,
Okay, dann nehmen wir sie in Gesamtheit. So hatten wir uns auch besprochen. Diese Verordnungen zur Kenntnis. Wer die Verordnung zur Kenntnis nehmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen, die hier aufgeführten. Das sind die Koalitionsfraktion, die FDP-Fraktion, die CDU-Fraktion. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung der AfD-Fraktion sind diese Verordnungen in Gesamtheit beschlossen, zur Kenntnis genommen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Das ist dann neu 7, genau. Verschiedenes gibt es zum Tagesordnungspunkt. Verschiedenes noch Wortmeldungen. Herr Zander, bitteschön. Ja, vielen Dank. Tut mir leid, dass ich jetzt noch mal mit ein bisschen Kritik am Ende kommen muss. Und zwar geht es um zwei Sachen. Die CDU-Fraktion hat ja vor geraumer Zeit schon mal zwei Fragen gestellt. Die eine war schon im Rahmen der Haushaltsberatung. Dann hatte ich dazu noch einmal nachgefragt in einer Ausschusssitzung und das kam noch mal über das Ausschussbüro eine Erinnerung. Da ging es darum, um die Zahlen, die wir wissen wollten, Abrechnungen und was wird erwartet für die Impfzentren und für die mobilen Impfteams. Also ist Abfluss und das, was dann, nachdem ja auch klar ist, seit wann einige geschlossen sind, dann insgesamt an Mitteln ausgezahlt werden. Und die andere Frage war von meiner Kollegin Seibelt, da ging es um die Personaluntergrenzenverordnung und die Auswirkungen auf die Anzahl der Beschäftigten oder den Einsatz von Hebammen in den Krankenhäusern. Und da ist auch noch keine Antwort erfolgt. Und es ist halt schon mehr als ein Monat und auch zum Teil mehr als zwei Monate her. Okay, dann wäre meine Bitte, dass wir im Protokoll festhalten. In der Tat, an beide Fragen kann ich mich auch erinnern, dass wir die Senatsverwaltung bitten, dass vielleicht bis zum nächsten Plenum, ich glaube, es sind ja übersichtliche Fragestellungen, da auch eine Antwort erfolgt. Naja, jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit gewesen, ne? Dass da auch eine Antwort dann in der Tat erfolgt. Ich habe auch eine Frage. Wir hatten uns ja bei, ich glaube, vorletzten Mal oder schon vor einigen Monaten so miteinander verständigt, dass es jeweils, wenn Petenten an uns schreiben oder Bürgerinnen und Bürger, dass wir eine einfache Eingangsbestätigung machen, wir beschäftigen uns damit. Es gibt aber eine, ohne dass ich es jetzt groß zum Thema machen möchte, aber es gibt eine Anfrage, die Sie alle erhalten haben, die Senatorin erhalten hat, nämlich nochmal sozusagen zur Frage des Datenschutzes von der Krankenhausgesellschaft. Ich finde es wirklich schwierig, wenn wir auch darauf nur sagen, vielen Dank, wir haben Ihre Mail bekommen, wir werden uns zu gegebener Zeit damit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob die Senatorin jetzt vielleicht irgendwie unter Verschiedenes oder Herr Schulze oder wer auch immer darauf mal eine Antwort geben könnte, weil ich schon finde, das ist ein Thema, ich meine, wir in Berlin, wir ertragen ja total viel jeden Tag, aber einfach so Themen laufen lassen über Monate, finde ich echt schwierig. Und da jetzt eine Antwort zu geben im Einzeiler, finde ich auch als Ausschussvorsitzender ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, ob die Senatorin oder Herr Schulze, bitte schön, können Sie dazu was sagen? Also es handelt sich ja bei der Anfrage um das Thema Cloud-Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Dazu gibt es im Landeskrankenhausgesetz eine Regelung, die eine Übergangsfrist vorsieht. Die Landeskrankenhausgesellschaft hat uns dazu geschrieben, dass sie sozusagen die vor zwei Jahren getroffenen Regelungen nicht in der Form umsetzen kann, also in den Häusern, wie das vorgesehen ist. Und deswegen sozusagen hat die Koalition in dieser und der letzten Woche einen Änderungsantrag in der Vorbereitung, der derzeit auch mit der Datenschutzbeauftragten, mit der Krankenhausgesellschaft, auch mit den öffentlichen Häusern abgestimmt wird, sodass wir voraussichtlich nach der Sommerpause als Parlamentsgesetz hier eine sehr kurze und präzise Regelung dazu bekommen werden, die also eine Öffnung ermöglicht. Die Details sind gerade in der Debatte und insofern sozusagen werden wir dann hier auch im Ausschuss vermutlich mitberatend. Also ich weiß nicht, ob wir es hier machen oder ob wir es im DIDAT federführend machen. Das müssen wir dann, glaube ich, mal sehen. Es ist ja ein Datenschutzthema, deswegen gehört es federführend eigentlich dahin, aber wir werden hier auf jeden Fall dazu sprechen, werden wir zu dem Thema beraten und sozusagen das Anliegen der Krankenhausgesellschaft, dem wird auf jeden Fall sozusagen in der einen oder anderen Form entsprochen werden. Okay, dann nehme ich das mal so mit und würde vielleicht auch selbst so kurz antworten, dass ja offensichtlich da auch was unterwegs ist oder ja auf dem Weg ist oder vielleicht auch schon angekommen ist, dann haben wir das auch besprochen. Gut, dann haben wir die nächste 11. Sitzung am 29. August um 9 Uhr.
Das ist die erste Sitzung in der Tat nach der Sommerpause. Ich würde jetzt mal allen noch nicht einen schönen, erholsamen Urlaub wünschen, weil ich glaube, wir sehen uns noch im Plenum und hier und da. Ich glaube auch, dass keiner hier 6 Wochen in den Urlaub fährt. Ich möchte mich beim Ausschussbüro ganz, ganz herzlich bedanken für das erste Halbjahr der Zusammenarbeit in diesem neuen Ausschuss und wünsche Ihnen erstmal eine erfolgreiche Woche. Herzlichen Dank. Und die Sprecherinnen und Sprecher gerne hierbleiben für die kurze Terminplanung.